Hallo? Abim Soto, du bist schon da. Heute ist nur heute, ja. Soll ich Licht anmachen? Qualität ist natürlich besser, wenn ich Licht anmache, aber habe ich da Bock drauf? Nein. Gemütlicher für die Augen. Egal, das Spiel gibt eh gleich Licht. Bom. Noch ein Tag, dann ist morgen. Ist so, ja. Ist so. Morgen ist gestern heute. So, Spiel an. Nicht wundern, ich bin gerade aufgestanden. Mein Rhythmus ist wieder anders geil. Oder halt minus 8 Minuten. Was ist hier los? Was machst du im Spiel? Was treibst du? Wie geht's dir? Was machen Sachen? Ich muss erst mal klarkommen hier auf meinem Planeten. Kaffee steht, Getränk steht. Ha. Erstmal hier alles anschließen. Erstmal klar Schiff machen hier in mein System hier, in meiner Zentrale hier. Zentrale der Behinderten. In der Oberfürst. So, was mache ich hier? Oh, ich kaufe mir Mammut. Nee. So, was gibt's hier zu holen? Was gibt's hier zu machen? Dunkle Bezwinger brauche ich nicht. Drache. Komm, ich schicke ihn durch den langen Drachen. Kann man mal machen, eine Stunde. Und währenddessen mache ich das andere Quatsch. Genau. Ein 10er Drache, dann sind meine ein bisschen zu schnell. Da muss ich immer hin und her. So können die ein bisschen farmen. Was machst du? Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Der hört sich irgendwie so Avem Soto. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Kann ich das irgendwie abkürzen? Avem oder Soto? Darf ich Soto sagen? Oder Avem? Das hört sich irgendwie Avem Soto. Für mich ist es wie so ein Zungenbrecher. Oder ist es zu schlimm? Soto. Avem Soto. Avem Soto. Was ist denn das eigentlich? Avem Soto. Wo kommt das her? Was ist das für ein Name eigentlich? Oder hast du es einfach so rausgesucht? Oder ist es irgendwas Spezielles? Avem Soto. Erstmal brauche ich einen Schluck Kaffee. Sonst geht gar nichts. Mein Kaffee steht auf der rechten Seite. Meine Maus ist auch auf der rechten Seite. Systemfehler. Ich muss meine Maus rechts benutzen und links meinen Kaffee haben, weil die hier frei ist. Alter, bin so klug, ne? Gehirn benutzt. Kurz. Einmal Gehirn benutzt. Ausschalten wieder. Die olle Erbse wieder runterfahren. Zu viel. Zu viel Weisheit rausgequollen. Einmal kurz. Nicht, dass ich hier noch kluge Dinge mache. Boah, nachdenken und so. Energieverbrauch im Kopf. Toastbrot essen, nachdenken. Was ist das, Team Gelb? Ich nehme mal den Kollegen hier raus. Nimm noch ein Gelb, nimm ein Feuer. Oh, mein Drachen. Kann der was hier drin? Ich nehme den mal mit. Vielleicht kriege ich einen Stun hin. Mein Drache ist noch so kacke, aber. Auf jeden Fall ist er großmächtig. Erstmal ein Angriffsbuff. Deathbreak. 2 von 4. Schön. Hakimaki. AoE-Slash ins Gesicht. Fast tot. Kommt der Drache noch dran, oder? Ha? Feuerspucken ins Gesicht. Oha, warte mal. Ein theoretisch, ich habe das noch nie getestet. Mein
Mein Feuerdrache macht ja die Uplink-Zeiten runter. Rein theoretisch, wenn er einen Druiden trifft, kann er sich danach noch retten. Und ja, aber im Soto, hau rein. Ich wünsche eine gute Nacht. Weil wenn man so schlecht schläft, das ist echt kacke, ja. Ich schlafe wie ein junger Gott. Mein Gehirn ist frei von Sorgen, von Problemen. Ich mache nur, was ich will den ganzen Tag. Spiele, mach Sport. Kümmere mich um meine kleinen Sachen, die ich habe. Essen und Gedöns. Oh. Ja. Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Ich muss erstmal wach werden. Oder noch? Dort ins Gesicht. Du. Dann. Meine Nana ist tot. Nein. Nein, ich wollte den Buff machen. Jetzt habe ich einfach geheilt. Okay. Mit meinem Drachen funktioniert das nicht so, wie ich das vielleicht gedacht habe. Ich muss mir den Skill von diesem Druiden durchlesen. Bam. Aha. Feuer ins Gesicht. So, jetzt ist Dominik dran, die alte Rakete. Der Brick. Ja, aber erstmal bringt er noch mich unbestimmt. Komm. Nix da. Doch. Meine Nana. Rest in Peace. Doch nicht. Feuer ins Gesicht. Pam. Rache, das müssen wir nochmal üben hier. Oh nein, er wurde wieder geheilt. Deathbreak. Was für ein Chaos. Feuer ins Gesicht. Bäh. Oha, 11.000, das schmeckt schon mal besser. Was mache ich jetzt? AOE Slash. Dann gehen wir mal auf den Retzer, bevor er wieder losretzt. Überhaupt tot? Okay, Immunity. Feuer. Bam. Kriege ich den jetzt tot? Die haben Immunity auf. Und die heilen sich. Ich habe kein Monster, was ein Zerstörer-Set anhat. Boom. Wurm. Okay, ein paar sind gestorben. Ja, Riley kriegt wieder einen Gewaltbrocken. Muss ja sein. Boom. Ich hier und Loren wären nice. Ja, die habe ich aber nicht dabei. Da wären so viele coole Monster dabei. Ich dachte, ich laser die kurz weg. Dann. Wow. Angriffsbuff. Die Riley, die macht jetzt bestimmt hier einen komischen Gedöns. Deathbreak. Ah. Nein. Meteor. Angriffsbalken senken. Angriffsbalken senken. Dann. Deathbreak. Ja, sie kriegt hier Gewaltprox, wenn ich in Deathbreak lande. Natürlich. Und jetzt wird wieder wiederbelebt. Geil. Oha, schöner Stun. Genau. Alles wieder killen. Gewaltbrock. Bounce. Okay. Nein. Feuer. Boom. Boah. Doppelstun. Was ist hier los? Dann. Bam. Kein Stun.
Angriffsbalken senken. Das ist meine Chance, den vielleicht zu killen, den Eladriel. Stun. Nein. Boah, Gewaltpock. Stirb. Die Engel ist weg. Stun. Ein voller Hero. Deine Rakia, die wird helfen. Einmal killen und die wiederkommen. Die ganzen Viehers hier. So, jetzt ist geschafft. Oben mein Drache mitnehmen. Schaukel. Ah. Ui, ui, ui. Ah. Kann sich das nur noch um Stunden handeln. Warte mal, ich muss selber kämpfen. Ohne Zerstörer-Set ist so dumm. Ich muss achten, wenn die Immunity weg ist. Dann muss ich versuchen, in Deathbreak zu landen oder irgendein Kack. Oder so. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. So, jetzt. Dann. Nee. Angriffsbalken runter. Deathbreak. Deathbreak. Mir. Mein Suki wird auf jeden Fall besser jetzt. Mann. Dieser blöde Immunity, ne? Na jetzt. Dann. Angriffsbalken weg. Jetzt kriegt sie wieder einen Gewaltpock. Deathbreak. Stirb. Nee. Er hat schon wieder einen Gewaltpock, ne? Das gibt's doch nicht. Jedes Mal stunt ich sie und sie hat einen Gewaltpock und heilt sie. Was ist denn das? Wie soll ich die so töten? Geht doch nicht. So. 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 Sie immer einen Heal-Block haben. Diesen Immunity. Warum hat sie jede Runde Immunity? Das gibt's doch gar nicht. Sie hat doch nur mit dem zweiten Skill Immunity und mit dem vierten. Kann sie doch gar nicht so oft nutzen. Da. Endlich. Jetzt kriegt sie wieder einen Gewaltbrock und
Hüpft raus. Nee. Bam! Direkt ein Stun ins Gesicht. Schön. Da wäre mein Sulki jetzt viel nützlicher gewesen. Er hat den Zerstörer-Set wenigstens dabei. Mal gucken, ob ich schneller bin. Glaub nicht. Mein Bernhard ist langsam wie Sau. Wohl. Cool. Bernhard war schneller. Cool. Was ist hier los? Komm, hier probier's einfach auch mal. Nicht lange wackeln, einfach rein. Ja klar hilft er das Zerstörerset. Natürlich. Natürlich. Oi. Ach, jetzt schon mal weg. Aha. Bom. 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 Dot gegen Dotter. Dot gegen Dotter, Mutter. No? Boom. Noch ein Dot ins Gesicht. Oh eh, Kakerlack. Affen. Ah. Ein bisschen buffen. Budisch. So. Was gibt's hier? Moore, und Sterblichkeit. Muss ich das haben? Noch mal so ein Dings, vielleicht kann ich. Ah, der ist ein Tempo. Okay. Bum. Bum. Cool. Ja, ich gehe manchmal in Teams rein, wo ich keinen Heal-Block und kein Dingens mitnehme und trotzdem schaffe ich das. Ich kann ja nicht während des Kampfes die Monster austauschen. Das geht ja nicht. Ich muss mit dem klarkommen, was ich gerade habe. Im Nachhinein jetzt nur den anderen Monster rein, das ist natürlich klar. Arena. Wow. Das Störer geht bis 60%. Und die 40% kann man dann ja schon eher wegkloppen. Auch wenn man keinen Deathbreak hat. Kann man kaputt machen. Oh! Was ist denn hier los? Unterwerfung? Aha. Direkt rein. Grüße Dominik. Hallo. Hallo. Ja, verstehst du das nicht? Da war kein Healblock da. Oder kann ich denn während des Kampfes einen Healblock mitnehmen? Verstehst du das nicht? Im Nachhinein hätte ich ganz andere Monster mitnehmen können. Monsterunterwerfung. Hier sind wir rein. Nom 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 nom. Die olle Krötenarmee. Quack. Quack, quack. Quack, quack.
Kaffee ist bellissimo. Super lecker. Nom, nom, nom. Die ganze Pilze mir hier. Was ist hier los? Okay. Nächste Station, gelb. Was habe ich denn hier für einen Quatsch? Den Kollegen. Soll ich nicht vielleicht den Drachen mitnehmen? Der hat 2 AOE-Fähigkeiten. Der hat auch 2 AOE, oder? Nee. Doch, der hat auch 2 AOE. Vielleicht nehme ich Lucian raus, obwohl. Probier mal die beiden Kollegen hier. Lucian ist ja auch okay. Ich nehme die einfach mal mit, komm. Ganzen Dämonen und Drachen. Was ist hier los? Mein Dämonen muss ich auf jeden Fall noch schneller bauen. Den habe ich Bock auf Tempo irgendwie. Ja, guck mal, der Drache hat 2 AOE Feuerattacken. Und der Dämon. Sigma Tesha immer, wenn er einen umbringt. Dann hat er sein AOE fertig und Kaki auch manchmal mit Gewaltproc und. Oh? Viel AOE-Kack mitnehmen. Geil. Jetzt fehlt dir noch so ein Angriffsbuffer-Monster. Gedöns. Oh. Irgendwann baue ich meinen Dämon noch um. Aber ich habe so viel Baustellen. Lass ich erstmal. Nein. Ein Vogel konnte nichts umbringen. Mutz. Wumm. Wassermarsch. Wo ist Dominik? Na, mein Vogel hat es zerrissen. Hier wird mir neuerdings angezeigt, dass eine Werbung gleich ankommt. Eingegene Werbeunterbrechung. Werbung beginnt in 4 Minuten und 25 Sekunden. Hä, das ist ja neu. Das wird mir jetzt so angezeigt im Chat. So vorangekündigt oder was? Aha, da weiß ich, jetzt was halten. Okay. Okay. Was kann ich hier mitnehmen? Neue Windmonster irgendwie? Nö. Lucian. Ah, komm. Hauptsache durchspielen hier. Das passt. Nom, nom, nom. Was farm ich denn heute noch? Was gibt's hier Cooles zu holen? Bom. 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 Mein Tesha ist so mächtig, den müsste ich normalerweise auch meinen komischen Blitzvogel Skill-Ups geben, weil ich den in so viel PvE-Content mitnehme. Er zimmert schon rein, weil ich den meistens auch nur einmal mitnehmen kann.
Bom. Bom. Bom, 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 bom. Das eine Fenster war gar nicht offen. Mi. Crit-Schaden. Alles in Crit-Schaden rein. Komm. Attacke und Crit-Rate. Oder mal gucken, wie die wird. Macht. Macht. Jetzt nochmal Crit oder Attacke. Def. Egal, behalte ich trotzdem. In viele Werte. Ein bisschen Def, ein bisschen Crit, ein bisschen Attacke. Okay. Besser als diese komischen blauen Schmutzruhen. Muss ich auch teilweise noch nehmen. Ugh. So. Nochmal hier durch. Kann ich mehr was machen? Arena habe ich. Erstmal meinen täglichen Quatsch. Raum, wer ist das? Möchte in die Gilde. Raum. Ofenmann. Wer ist denn dieser Ofenmann? Wer ist diese? So. Mein täglichen Gedöns. So. Kopf an Kopf noch ein bisschen und Richter. Okay, Richter muss ich killen, komm. Dann gehe ich den Richter jetzt kaputt machen. Für die Daily. 10-mal. Vielleicht kriege ich ja coole Artefakte, irgendwelche nützlichen. Glaube ich zwar nicht, aber... Oh, ist das schön. Ich habe so gut geschlafen. Ein Traum. Ich habe hier noch ein bisschen Geschirr, das muss ich wegbringen von gestern. Ew. Oh, jetzt ist gerade Werbung noch für 15 Sekunden. Aha. Meine Abonnenten sehen mich. Wird mir hier angezeigt, krass. Mhm. Okay, die Werbung ist beendet, oder? Gerade war jetzt eine Werbung, kann das sein? Mir wurde eine Werbung angezeigt. Das wird mir im Chat angezeigt, dass eine Werbung abgespielt wird. Ja. Die wurde mir echt angezeigt. Das ist neu. Das war früher nicht. Mir wird jetzt angezeigt, der kündigt das voraus. So quasi nach, da kommt so ein Fenster. Jetzt nach, in 5 Minuten kommt eine Werbung für, was weiß ich. Und die hat da jetzt, wurde es angezeigt. Und, ja, krass. Die Abonnenten natürlich nicht. Und, ja. Verändert sich alles immer. Auch Twitch und alles. Ganze Gemüse. Ja, Dominik. Hast du schon mal geguckt? Nee, hast du. Nee. Ja, wenn die Kampagne ausläuft, müsst ihr rein theoretisch wieder die nächste anfangen, ne? Entweder direkt danach oder mit Pause. Ich weiß es auch nicht ganz genau.
wann der Kampagnenbeginn ist. Aber ich habe da auch nicht rausgefunden. Ich glaube auch, das ist nur. Ich glaube, die alte hört auf und die nächste beginnt dann, ne? Ich weiß es auch nicht genau, aber ich so schätze ich es halt ein. Ey, Gemüse, ey. So, am nächsten Kampf. Ja, Dominik, auf jeden Fall probieren. Wenn wir den Start hinbekommen, dann auf jeden Fall, ja. Dann wird auf jeden Fall gespielt. Aber im letzten Mal haben wir einen Tag verpasst. Das bringt ja dann nichts. Das ist ja kacke. Das ist dann Kakalaki. Ein Odin. Uiuiui. Was soll ich denn hier rein? Was sind das für Teams? Datei. Was nehme ich hier mit? Ja, eine Juno, aber Gera wird wahrscheinlich den Blauen abschießen. Geht auf Blau. Noch ein Ariel vielleicht. Ariel! Ich probier's mal so. Ja, der Spieler, der hat auch die ganzen besten Reiterinnen. Die rote, blaue. Richtig gut.
Aua. 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 37 Gewaltpox. Okay. Ihr. Aua. Schütz sie. Angriffsbalken. Was macht ihr gerade? Bin der Dominik, was treibt ihr? So, die Marsha muss weg und dann ist hier Ruhe. Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Aber manche Leute, die machen auch nur Openings, ne? Die machen sich die ganzen neuen Accounts und machen das so lange, bis ihre Monster haben, die diese cool finden, ne? Oder man hat auch Glück. Wenn man Glück hat und einfach alles zieht, das geht natürlich auch. Oder reinpayen. Chef, ich nehme jetzt so 5000 Euro in die Hand und pay die ganze Zeit rein. So, kriege ich die Sierra tot. Ah. So. Oh, wie hübsch. Oh, diese Flügelform, diese Flügelaura, die finde ich richtig hübsch. Will ich auch haben. Eine schwarze Magie. Ja. Also hier Barbara, die ist auch super stark. Also egal welche von denen. Die sind alle super mächtig. Also ich würde mich über jede freuen. Ich habe natürlich eine Rangliste. Ich würde erstmal die in Gelb nehmen, die Savanne. Dann würde ich die rote Marsha nehmen. Und dann würde ich die blaue nehmen. Das ist so meine Reihenfolge, die ich gern hätte. Dann. Ah, die sieht auch cool aus. Vor allem diese, das ist jetzt hier, diese Formwandlung, die gefällt mir auch. Das gibt ja noch diesen Fuchs oder so. Der könnte dir bestimmt gut gefallen, ne, Renja? Der mit dem Fuchs-Ding oder Wolf, Wolf-Fuchs. Aber ich finde auch dieses Bestien viel cool. Ich persönlich. Also die Light and Dark Monster, die ziehe ich gar nicht mit. Also, dass man die zieht... Daran glaube ich nicht. Aber dass man die Element-Bestienreiterin, die man schon bekommt, das ist schon möglich irgendwie. Das dauert manchmal. Manchmal Jahre oder so. Oder so eine blaue hier, die kann ich schon ziehen. Aber. Nein, meine Juno. Ja, wow. Ja, wow, was mache ich jetzt? Ich habe die Sierra nicht tot bekommen. Oder ich probiere es einfach nur auf lange. Bombe, boom. Hätte ich mein Monster mitnehmen sollen, dass Bär Damage macht. Die machen alle keinen Schaden hier. Achso, der hat einen Gewaltproc bekommen. Ich wundere mich schon, was ist hier los? Möp. Auch auf jeden Fall noch Skill-Ups für meinen Vigor hier. Damit er ein bisschen mehr heilt. So oft ich den auch nutze, aber...
Kacke, reicht nicht. Riley Gewaltbox, 100 Mal, kein Problem. Oh, 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 oh. Heal-Block. Heal-Block. Warte. Ja, mein Ego muss mehr heilen. Ja. Ja, ist so, dass man Light and Dark 5 Sterne Monster zieht, das ist eigentlich nicht so. Das passiert eigentlich nicht. Deswegen, ich rede gar nicht über die, dass ich da irgendwelche bekomme, weil ich pay auch nicht rein, dass ich da irgendwelche da bekomme. Aber diese 5 Sterne Monster, diese Element, das ist schon möglich, das kriege ich schon hin. Das kann man, wenn man lange, lange spielt. Oh. Kann man die auch alle voll sammeln. Aber bei Light and Darks. Deswegen, da mache ich aber gar keine falschen Hoffnungen, dass ich die überhaupt ziehe oder so. Manche Leute stecken da mehrere zigtausende rein, kaufen sich die dann. Oder. Ui. Oder holen sich von Gildenpunkten und allen Arena-Punkten nur diese Dinger, ne? Halt ein Dark-Ding. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Jetzt gehe ich auf Bison. Bam. Das ist ja der Feuerslayer, ne? Der ist so gut. Ja, warum hat er den Lied nicht genommen? Die Block. Okay. Geschafft. Ja. Ja, wenn man so das Spiel so feiert und unbedingt bestimmte Licht- und Dunkelheitsmonster haben möchte oder überhaupt nur eins. Ist ja super gehypt, dass sie so selten sind. Manche wollen dann auch unbedingt eins haben und dann feuern sich und. Ich würde mich jetzt auch über einen Light and Dark freuen, 5 Sterne. Aber wenn ich jetzt auch keins habe, ist jetzt kein Weltuntergang. Also gibt Wichtigeres für mich. Natürlich schön, wenn man Glück hat. Ich gönne natürlich jeden. So viele wie alle wollen und bekommen. Ich freue mich schon über, wenn ich hier alle 5 Sterne Monster ziehe. Also, die Charlotte fehlt mir hier, Pörner, siehst du? Ich würde mich hier über Pörner und so freuen, mehr als über irgendwelche Light and Darks. Wenn ich die alle erstmal voll habe, natürlich, wenn du dann alle 5 Sterne Monster dann voll hast in deiner Sammlung, dann, ja, dann ist natürlich öde, dann wünschst du dich unbedingt irgendwelche Light and Darks, damit du irgendwas bauen kannst. Aber ich habe überall Baustelle, freue mich auch über die ganz normalen 5 Sterne. Dass ich die bekomme, ist auch so schwer, also. Ich habe hier mein Rakan, mein Abelio, mein Windaffen. Ich habe so coole Monster und das passt schon. Das ist echt schon. Und ich habe die noch nicht mal richtig krass gebaut. Also die sind alle so okay. Abelio muss ich nochmal umbauen. Den möchte ich auf Gewalt Nemesis. Der ist jetzt auf Gewalt Klinge. Ein bisschen umbauen. Mein Rakan möchte ich noch tankiger machen. Der ist noch mir zu langsam. Mein Windaffe, der ist so Bruiser-mäßig gebaut. Mal gucken. Den lasse ich erstmal so. Aber so ein Triple-HP-Affen, das wäre auch ganz cool, dass er so super tanky ist. Mal gucken. Den Affen lasse ich erstmal so. Bei Abelio will ich noch Nemesis-Runen reinpacken. Rakan, der muss ein bisschen heftiger. Mein Laika werde ich auf jeden Fall noch die zwei Zerstörer rausnehmen und Rachen mal reinpacken oder Nemesis. Stück für Stück alle Monster ein bisschen upgraden, umbauen. Gucken, wie die funktionieren. Runen austauschen. So, was ist hier los? Die wird jetzt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und er wird dann kontern. Ist auch cool hier. Die Monster habe ich auch alle hier. Könnte ich auch nutzen. In der Formation. Okay. Jetzt muss man die Paladin angreifen. Und jetzt kontert der Affe. Warte mal, AOE erstmal. Da ist es.
ungefähr könnte, Alter. Vier neue Accounts zieht lustigerweise mehr LDs. Okay. Hä, was meinst du? Was ist mit Dominik? Muss also meinen Kaki heilen. Oh, oh. Warte mal, kriege ich den Affen gleich tot? Ah. Hui. Ah. Nein, nein, nein. Affe, stirb. Sauber. Okay, 3 gegen 2. Dominik wollte nichts regeln. Nö, Dominik wollte noch nur fragen, ob wir das nächste Woche noch angehen. Also ob wir das nochmal probieren. Wir haben ja das, den Zug verpasst, einen Tag. Boah. Nee, das passt doch alles. Nächste Woche greifen wir das nochmal an. Hoffentlich, wenn es passt. Okay. Wenn es losgeht. So. Wer sieht hier noch stark aus? Katze. So, was mache ich hier? Neue Aufstellung. Mein Arel nutze ich noch nicht so gerne. Mit Skill-Ups vielleicht. So, hier brauche ich vielleicht Multi-Hits und so. Hier nehme ich Kakizuiki mit. Passive aus. Biomass hier. Ich meine. Emet, was ist hier los? Kann man auch. Könnte ich auch vielleicht mit einem Lucian weghauen? Das versuche ich mal mit dem Team. Das versuche ich mal mit. Jetzt auch mit diesen Knalltüten hier probieren, aber ich glaub, das wird nichts. Hier probiere ich das mit dem Team und hier probiere ich das mit ein Odin. Könnt ihr auch mit einem Lucian weghauen, versuchen. Aber das ist nicht so garantiert. Wusa ist bestimmt super schnell. Oder einfach ein paar Windmonster mit reinnehmen. Habe ich denn coole Windmonster? Nö. Einen Affen, HP-Lied. Eine Tante, die heilt. Und, Lucian. Kann das was werden hier? Ich probiere einfach mal die Konstellation aus. Ich hab. Einfach mal testen, komm. Probieren. Slow. Okay. Immunity. Ist hier. Aber. Jomas wäre schon gut, wenn der weg wäre. Der macht sonst bestimmt Schaden ohne Ende. Komm nicht. So. So. Okay.
Beschützt die. Kaffee ist leer. Nö. Nö, 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 nö. So. Minato muss man auf jeden Fall Multi hitten. Erstmal AOE rein, gucken, was passiert. Okay. Minato ist einfach one-hitted. Minato braucht schon ein bisschen Leben, damit er zumindest einen starken Hit muss auf jeden Fall überleben, sonst bringt das ja nichts. Naja. Naja. Bom. Okay, die sind squishy. Kein Problem. Mein Suiki hat ein Zerstörer-Set dabei, also irgendwann ist das hier auch zu Ende. Ganzen blöden Rileys. So tanky. Kriegt man nicht tot. Ich muss mal aufs Töpfchen und einen Kaffee holen. So, was passiert hier? Block. Okay. Blitz. Oh, diese Ponys, die sind so heftig im PvP. Alle von denen irgendwie. Die blaue ist super tanky irgendwie mit diesem ganzen Immunity-Schilden und die gelbe dreht komplett am Rad. Die ist die Leute tot und die rote. Au. Oh, ich muss mal auf Klo. Die Pforte öffnet sich ins Reich der Dunkelheit. Oh nein, der schmeißt seinen Stein gleich. Und so. Ihr kriegt erstmal den Blitz. Okay. Bam. Die Execute. So, Squishy Formwandlung. Verwandlung. Menschenform ist immer meistens, glaube ich, nicht so tanky. Aber dafür die Pferdeform. Death Break. Bap, 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 bap. Nö. Okay. Okay, mein komisches Team hier. Odin muss weg. Irgendwie. Darf seine Weisheit nicht voll haben. Ha, Reflektschaden ins Gesicht. Odin blitzt meine Pudding und stirbt. Ist halt so. Achso, der hat ja jetzt ein Ding. Oh. Chandra beschützt ihn. Egal, er hat nur eine Weisheit. Alles ist cool. Dann gehen wir auf Chandra so lange. Reflektschaden ins Gesicht. So. F-Break. Oh oh, vier Weisheiten. So, jetzt muss er langsam tot gehen. So, jetzt mache ich den Skill. Durch den Kill kriegt meine Katharina Unsterblichkeit. Und dann ist der Death Ignore fertig. Und danach lasert sie alle weg. Da. Wumm. Unsterblichkeit ist da. Wenn sie jetzt zum Zug kommt, dann dreht sie komplett am Rad. Mal abschilden, abheilen. Darina ist gleich dran. Jetzt geht's ab. So, erstmal vorbereiten. Da, der Leuchteskill. Katharina und Sterblichkeit. Dadurch, dass sie mit dem zweiten Skill jemanden umgebracht hat. Haha. So.
Sandra, es war schön mit dir. Bam, 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 bam. Meine Katharina hat keinen Crit-Buff leider. Die hat auch nur 70 Crit. Ich will mal mehr geben. Bam. Ja, hat gut geklappt hier. Gelbe Armee. So, was passiert hier? Retash kann heilen. Der Blaue heilt sich selber und der heilt sich auch Stun. Schön. Kann er sich nicht wehren. Jetzt wird er hier gleich geheilt. Ja. Aua. Kriege ich jetzt besser jetzt einen Strip oder Multi-Hit? Ja. Oh, sauber. Ihn kann ich hier nicht stunnen. Ich weiß gar nicht, wie ich den töten soll hier. So, mit ihm hier. Lieb. Lieb. Oh. Dann. Dann. Damage. 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 Lieb. Okay, den Heal hat er jetzt verbraucht. Sleep. Boah, der geht einfach raus. Nein. Mach mal ein Schild. Nicht, dass es hier irgendwas jetzt anbrennt hier. Dann. Dann. Heal. Geschafft. Ah. Bum 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 bum. Fähigkeit Erholung. Zweite Fähigkeit Erholung. Kann man nutzen. ACC. Dritte Fähigkeit Erholung. 12%. Aha. Vielleicht. ACC. Lebensentzug. Zweite Fähigkeit Erholung 22%. Bitte was? Für ein Angriffsmonster? Da die behalte ich. ACC, RCC, erste Fähigkeit. Nö. Erste Fähigkeit. Add Damage. Ja. Okay. 22% zweite Fähigkeit Erholung. Ein Angriffsmonster mit HP. Passt doch. Ein Angriffsmonster. Ein Angriffsmonster. Okay. Ein Angriffsmonster mit dem zweiten Skill. Ich muss erstmal auf Klo. Ich hole mir einen Kaffee und muss auf Klo. Sonst scheiße ich mir in die Hose. Angriffsmonster mit HP, zweiten Skill.
So. Warum hier ein bisschen. Kann ich noch machen? Weltenboss. Wieder mein Kaffee auf der falschen Seite. Oh. Und einen Lighten Dark öffnen. Ui. Ui. Labyrinth spielen. So, ich habe meine Bildschirmansicht. Warte, ich muss mal kurz wechseln. Geht doch. Hallo Krümel, grüß dich. Mir geht's ganz gut, dankeschön. Wie geht's dir? Tippitopp. Ich habe den ganzen Tag verpennt, aber ist ja nicht schlimm. Jetzt trinke ich meinen zweiten Kaffee und mache hier meine Dailies. Ganz gut, super entspannt. Oh, ich habe eine legendäre Rune bekommen. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich muss hier ein bisschen mein Geschirr noch wegräumen von gestern. Das nervt mich, aber ansonsten, ich zocke hier ein bisschen und bin zu Hause. Es ist gemütlich, warm. Später mache ich mir noch was zu futtern. Oder so. Was machst du, Krümel? Panda Warrior. Nur kurz was öffnen. Na. Na, warum geht das nicht?
Momentan alles stressig, eher Krise. Und joa, mach bald schlafen. Was ist denn los? Hä? Herr Frene, du hast dich doch entmoddet. Stressig wegen Arbeiten. Oder warum? Oh, ein Zorn mit Angriff. Ui. 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 Mal gucken, ich gehe einfach mit dem nächsten Team rein. Merke ich auch gerade. Ja, hat sich selber gebannt. Ja. Ich habe auch erstmal alle Mods rausgenommen. Alle. Ich habe alle Mods rausgenommen. Meine Geschwister. Robert, Daniel. Billy, Faora. Ich habe alle rausgenommen. Ich habe mich entschieden, ich brauche keine Mods erstmal. Bin ich ein kleiner Streamer. Ich lösche schon Banne. Mach das erstmal selber. Ich und meine Frau haben Stress momentan. Bin sogar auf ein aus meinem eigenen Haus ausgezogen. Oh Mann. Ja. Ja, 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 ja. Ja, sowas ist scheiße. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe schon viele Familienmitglieder gesehen, die hatten das auch. Ob es bei meinem Vater war oder irgendwelche Onkels oder andere. Ja. Also viele Männer habe ich schon, kenne ich, die. Ja. Ja, ich wünsche dir das Beste. Ein Haus ist und sowas, wird abbezahlt und wenn es da kriselt und dann. Nee. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft und Stärke irgendwie, dass dir das entweder. Ich weiß ja nicht, was da abgeht, bevor ich irgendeine Kacke erzähle. Das ist meistens so kompliziert und ich kenne dich ja gar nicht so privat. Was da ganz. Das ist ja so viel, was dahinter steht. Arbeit, Beziehung und dies und das. Das ganze Leben. Wenn es da mal einmal bröckelt und sowas. Naja. Ich habe das zum Beispiel auch bei vielen, ja, ob das Onkel sind oder andere, die hatten Häuser und sowas und dann haben sich nach, was weiß ich, 10, 20 Jahren doch irgendwie getrennt und sowas und dann ganze Gemüse, weil das Leben wird ja auch irgendwann anstrengend mit 24/7 arbeiten und dann hast du ein bisschen Freizeit und Gedöns und dann ist alles so eng und dann ist die Liebe nicht so ganz so da, weil man sich nicht so richtig versteht irgendwie und dann eins nach dem anderen und dann Stück für Stück und dann, ich habe so viele, man lebt dann zusammen, weil man Kinder hat oder so und dann erträgt man sich, obwohl man sich schon gar nicht mehr leiden kann oder man lebt ganz anders. Der eine Partner ist eher sparsam, hält das Geld zusammen, der andere ist eher so, der kommt überhaupt nicht klar und gibt für jeden Scheiß aus und der eine will so, der andere will so. Ich bin ja nur so ein kleiner Bengel. Ich werde jetzt 33. Ich habe mich nie so festgebunden, dass ich da heiraten und Haus und Dings, weil ich habe das bei anderen mitbekommen, was da für ein, wenn es einmal nicht funktioniert, was da für ein Rattenschwanz und aber wenn es nicht geht und nicht mehr passt, dann muss man auch so einen Strich ziehen und dann nochmal neu anfangen. Ist meistens immer kacke, wenn man so viel sich angestaut hat. Zahlst ein Haus und machst du dies und hast du Kinder und da kann man nicht einfach sagen, hier, ich mach mal kurz mein Ding.
Kann man schon, aber ja, ist eine blöde und schwierige Zeit auf jeden Fall und für alle. Ja. Aber wenn man die Zeit erstmal überbrückt hat, das dauert manchmal ein Jahr oder so, bis man sich wieder neu findet. Habe ich es bei wirklich ein paar Onkels und bei ein paar Verwandten. Wenn man da einmal wieder ein Jahr danach quasi sich aufrappelt, sein Ding durchzieht und gucken, dass man selber wieder klarkommt und dann Stück für Stück. Irgendwann wird natürlich nicht so wie früher. Kann sein, dass man sowas dann wieder vermisst, was man dann hatte, aber das kann man nur selber wissen. Ist man jetzt glücklich, wie man so lebt, oder geht man davor vor die Hunde? Wenn es für alle Beteiligten einfach nur Stress ist und nur Scheiße und nur Zwang und man muss so Durchhalteparolen, obwohl man gar keinen Bock mehr hat, das ist ja auch nicht das Richtige. Dann lieber einen Cut machen und dann alle fangen nochmal neu an. Manchmal ist es so, ich kenne auch noch viele, die machen dann alles zu Ende, gedönst und dann sind wieder alle frei und dann vermisst man sich wieder gegenseitig. Wenn dann ein Partner gar keinen Bock hat, dann kommt man halt nie wieder zusammen. Meistens ist dann der Partner, der etwas schwächer ist oder so, der alleine doch nicht so gut klarkommt auf einmal, dann sucht dann wieder, ach, so ein Theater. Naja. Ich habe das aber so vielen Leuten gesehen und ja, das mit dem Haus und jedes Mal, erstmal ist man glücklich und verliebt und dann will man Haus und Kinder und alles sowas, was jeder hat, das wünscht sich natürlich auch jeder, aber bei 70% der Leute funktioniert es dann irgendwann nicht mehr, weil alles dann zu viel wird. Aber ist auch nicht schlimm, gehört dazu und Hallo Veromos Gaming, grüß dich. ich weiß gar nicht, also locker noch 40 Minuten mindestens oder so, bis um 2. Ich mache hier nichts Dolles, ich mache nur mein Gedöns hier. Ich streame meistens dann so 2 Stunden, jetzt habe ich 1 Stunde 20. Bin ein paar Donos reinfliegen oder ein bisschen Bittis und so, dann mache ich ein bisschen länger. Aber so immer 2 Stunden, das ist bei mir immer so normal. Die mache ich immer voll, mit doch was auch immer. Meine Dailies machen, ein bisschen quatschen, ein bisschen Kaffee trinken. Wieso fragst du, Veromos? Veromos vor allen Dingen. Mhm. Bist du der dunkle Ifrit, der echte? Sprichst du zu mir? Hoi. Ach so. Du bist der echte. Ach so, weil du mir auch ein Raid da lässt. Ja, oh, das ist ja lieb von dir. Dankeschön. Danke für den Raid und hallo an alle Zuschauer. Ich bin der Waldemar. Jetzt ins Gym, vorbildlich. Finde ich gut. Ich mache ja auch gern Sport. Bin zwar kein Bodybuilder oder so, aber ich mache Eigengewichtsübungen und mache das immer zu Hause. Liegestütze, Klimmzüge, Squats und so das ganze Gedöns. Sport ist wichtig, feiere ich. Ich mag das, wenn Leute Sport machen. Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Ein bisschen Bewegung schadet nicht. Die ganze Zeit eher im Rumsitzen. Ja, Veromos, danke für den Raid. Lieb von dir auf jeden Fall. Dann guten Pump, ne? Im Gym. Pump dich aus. Lass die Muskeln, den Bizeps, den Trizeps, die Brust, den Rücken oder was auch immer. Die Po-Backen trainieren. Richtig gut. Richtig durchdrehen. Sport ist auch so ein Ding. Manche fragen mich, warum mache ich so viel Sport? Manchmal mache ich 5 Tage die Woche Sport oder so. Jetzt nicht so, dass ich das da von morgens bis abends mache oder so. Das sind nur manchmal 5 Minuten, manchmal 10, manchmal eine Viertelstunde. Mit Laufen wird es manchmal eine Stunde oder so. Ja. Aber für mich gehört jetzt mittlerweile so der Sport wie Schlafen oder Essen. Das muss ich, sonst gehe ich vor die Hunde.
Muss. Hallo Ryuka. Ich habe noch von Krümel den Text nicht gelesen. Ich fange erst wieder an mit dem Sport hier. Mega. So muss es sein. Anfangen mit kleinen Schritten. Step pro Step, peu à peu. So macht man's. Anfangen. Dann ist man erstmal noch schwach, fängt an. Stück für Stück, nicht zu viel vornehmen. Immer klein anfangen, immer bisschen, immer leisure. Damit man die Lust nicht am Sport verliert. Das ist das Tödlichste. Muss Spaß machen. Wenn es zu viel wird beim Training, nur weil andere jetzt 3-4 Jahre Sport machen, nicht bei denen abgucken. Sein Level, wenn andere Leute 40 Sekunden eine Übung machen und du schaffst es nur 20 Sekunden, dann macht man Pause. Man muss ja nicht sterben dabei und dann man wird immer besser. Das wird irgendwann, aber das dauert natürlich Monate und Jahre. Also nicht bei anderen abschauen. Sein Ding, sein Speed, sein eigenes Level und dann dass man Spaß hat. Man geht zum Sport, man macht so ein bisschen dies, das, Ananas. Wenn man da ist, dreht man halt am Rad. Oder man macht einfach nur seine Routine, die leichte und dann gut ist. Ja. Ja, Viromos. Tschüss. Also ich muss mal von Krümel einen Text lesen. Wir haben nur Stress, weil ich ihren... Ich mal kurz... den Text von Krümel lesen. Eine durchgeschallert habe. Ja, Krümel, ja, oh, das fühle ich. Ja. Wir sind schon die ganze Zeit arbeiten und, ja. Ich weiß nicht, wie der Bruder darauf kommt, dass du da nicht so für die Kinder da bist. Kannst ja eh nicht sagen. Ich bin ja ein Fremder. Ich glaub dir das, Wir sind schon die ganze Zeit arbeiten, machst für die Familie. Brauchst zu Hause deine Ruhe. Ja. Und dann kommt der Bruder und sagt dir irgendwas. Wenn die Frau jetzt, also die Schwester von deinem Bruder natürlich ein bisschen rumzickt und so ihm so ein bisschen im Hintergrund sagt, ja, der macht nichts und gedönst. Das können manchmal Frauen ganz gut dann, wenn man nicht dabei ist, so ein bisschen Kacke labern, was so zu Hause nicht so ganz rund läuft und sowas, ein bisschen ausheulen, und immer Drama draus machen. Das kenne ich auch, gibt's auch immer wieder. Wenn der Bruder natürlich das so auf die Waage nimmt, was die Frau da sagt, die Schwester, dann... Ja, übertreiben die es, obwohl die eigentlich nichts mit dem Leben zu tun haben. Mischen sich in deinem Leben ein. Ja. Sport ist immer gut. Mhm. Kamikaze ist auch da. Grüß dich. Einen wunderschönen. Hallo. Naja. Ja, aber das ist das echte Leben. Ne? Das kann man nicht schönreden. Das ist jetzt nicht hier. Es ist so, wie es ist. Dieses ganze Beziehung und der und dann quatschen die mit dem. Das ist ja immer. Und das gehört zum Leben halt dazu mit dem ganzen Gedöns. Man gibt schon immer Gas, jeder von uns. Die einen gehen hart arbeiten und machen und tun alles für die Familie. Die anderen machen zu Hause viel und kümmern, dass die Familie zusammenbleibt und so und dies. Da mischen sich noch Leute ein und dann, was weiß ich, so viele Leute, die versuchen, den Partner dir wegzuschnappen, wenn eine Gelegenheit ist oder irgendwelche anderen Leute, die,
mischen sich da in dein Leben ein und weiß ich nicht. Also ich habe auch so viele von meinen Onkel und Verwandten und kennt jeder von uns. Da passieren so viele Sachen und ich versuche auf jeden Fall, egal was andere Leute für Kacke mir tun oder Gedöns, ich versuche da auch nicht so verkorkst zu werden, nur weil einer fremd geht und komische Dinge tut, dann einfach nicht, man muss das einfach nicht nachmachen und Gedöns, einfach sein Ding, ehrlich sein, durchziehen und machen und wenn der Partner, ne, wenn der Partner auf jeden Fall dich die ganze Zeit verbiegen und verdrehen will, das ist auch so ein Ding, mir auch schon mehrmals passiert mit manchen Frauen, wenn der Partner dich ständig verbiegen will, nein, du musst das machen und weil wir zusammen sind und du musst dies und das und 100 Mal und Gedöns, gar nichts. Wenn dein Partner dich die ganze Zeit verbiegen und alles verdrehen will und das von dir will und... Nein. Nein, 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 nein. Entweder der Partner steht zu dir und macht das, was du... Wenn du was machst, ist in Ordnung und richtig. Oder dann passt es halt einfach nicht. Wenn da einfach nur immer quasi vom Partner Druck ist und immer, dass du dich da wehren musst und sowas. Weiß ich nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann kommt wieder diese Aussage, ja, wenn man in der Beziehung ist, muss man zusammen sein und zusammen Dinge tun. Ich kenne es ja auch immer wieder. Also, es gibt so viele Dings. Zum Beispiel mein Fall, arbeitet 3 Schichten. Meine Freundin ist noch in Elternzeit und ihr Vater meinte so, ich könnte noch einen Nebenjob machen, Regeln einräumen und Zeitung austragen und mehr Geld nach Hause zu bringen. Ja, was die nicht alles für dich wollen, da gehst du schon arbeiten wie so ein Geisteskranker. Holst schon das Geld zusammen und muss bestimmt Miete zahlen, musst du Verpflegung für Frau, für alle bezahlen und Gedöns. Was der Vater da erzählt und vor allem will, ist erstmal Wurst. Also, keine Ahnung. Er kann ja unterstützen finanziell. Oder was weiß ich. Oder man guckt, dass man mit dem Geld besser klarkommt. Dass man sich jetzt nicht das neueste Tamagotchi kauft und ich kenne viele Frauen, die neigen dazu, dann immer zu Hause so gemütlich zu machen zu wollen, wie es nur geht. Man braucht jetzt Blumen, man braucht dies, man braucht das, man muss jetzt da Leuten alles, damit man sozial gut dasteht. Da hat jemand Geburtstag, da muss man dicke Geschenke mitbringen, da muss man das machen und für jeden Kack ist Party und Geldverschwenderei. So wie Kamikaze zum Beispiel, wenn er jetzt arbeiten geht und sowas. Ja. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass du auf dein Geld ein bisschen achtest und dass du das da nach deiner Entscheidung managst. Man gehört natürlich zusammen mit Frau und so und einer muss auf jeden Fall gucken, dass es mit dem Geld, einer kümmert sich da mit dem Geld, dass das funktioniert. Wenn man arbeiten geht, guckt man, dass man das managt, dass es mit der Miete und mit Essen und so, das ganze Gedöns, ob man irgendwelche monatlichen Raten hat, dass man das einer kümmert sich darum und der andere, der dann, keine Ahnung, der muss sich halt anpassen, der zu Hause bleibt oder so, dann, sonst geht das alles vor die Hunde, weil dann keine Kontrolle über das Geld und dann, weil man so hete Petete und alles kaufen muss und das braucht man jetzt unbedingt. Nein. Und dann auch Nein sagen, dem Partner oder was weiß ich, ein Vater oder so, die sich vor allen Dingen andere Leute, die da nichts mit zu tun haben in der Familie, die einfach nur Kacke reden und nichts dafür, nee. Ich meine, mit 3 Kindern ist es nicht einfach. Ja, wenn man 3 Kinder hat, dann kann man nicht einfach gehen. Aber es heißt auch nicht ein Grund, nur weil man Kinder hat, dass man sich jeden Scheiß gefallen lassen muss. Nein. Nein, 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 nein.
Der Mann im Haus, der ist der Mann im Haus. Geld verdienen und alles und Kinder ernähren und Gedöns. Das muss alles reichen. Irgendwann muss der Mann sich auch ausruhen und sein Zeug machen. Und was die nicht alles von einem erwarten und du musst als Mann das machen und dies und das. Am besten gehst du 24/7 arbeiten, dann gehst du nach Hause, kümmerst dich noch um alle und dann fickst du die Frau und dann machst du dies und kümmerst dich um alle. Also irgendwann ist ja auch Schluss. Ne? Wir Männer sind auch Kinder, wir wollen auch mal ein bisschen abschalten und chillen und wenn zu viel Druck dann ist und das dann irgendwann bröchelt, weil man die ganze Zeit da so wie so ein Verschleiß ist, dann geht's halt irgendwann im Arsch. Da muss man als Mann auf jeden Fall erstmal seine gucken, dass man nicht jedem Scheiß mitmacht und so, was der Partner will und was die Familie nicht alles einen so erzählt, das muss man so und so auf seine Art, ne? Erstmal gucken, dass man selber klarkommt mit seiner Familie und dann nicht übertreibt dem ganzen Gedöns. Weil im Endeffekt hat dann keiner was davon. Wenn der Kerl nur 24/7 funktionieren muss, dann geht einfach alles vor die Hunde und dann ist die ganze Familie im Arsch und hat keiner was davon. Also deswegen, ich weiß, wie schwer das manchmal mit Familienmitglieder ist und sowas. Und aber man weiß ja selber, welche Familienmitglieder waren für einen da die ganze Zeit oder kommen irgendwie wieder und helfen mal ein bisschen. Ja, und Leute, die dich dann dein Leben lang immer irgendwie doch unterstützt haben oder für dich da waren und so. Aber Leute, die dann einfach mal auftauchen und dann irgendwie sagen, das muss so und so sein und Gedöns, sind einfach fremde Leute, auch wenn es Familienmitglieder sind. Also klingt zwar jetzt so ein bisschen hart, wie ich das sage, aber ist es nicht. Wenn du jetzt jemanden hast, der dich dein Leben lang immer unterstützt hat und auf seine Art, das heißt ja nicht, dass ein Familienmitglied, dass er immer, dass du jemanden helfen musst oder so. Ich habe auch so viele Onkels oder sowas, mit denen habe ich im Alltag nichts zu tun, aber wenn man zusammenkommt, man merkt es ja. Man muss nicht irgendwie was einem schenken oder muss irgendwie was so auf Zwang. Man liebt sich einfach innerlich und wenn man sich helfen mag, dann macht man es und dann ist gut. Und wenn man auch nicht einer Meinung ist, dann gibt es mal ein bisschen Zoff oder weil man sich nicht versteht, aber dann ist trotzdem gut. Man merkt es, wenn man sich innerlich trotzdem mag oder manche, die sind einfach nur so, die labern einfach nur Kacke. Es bringt einfach nichts, mit manchen Leuten zu reden, weil sich dann nichts ändert. Das ist einfach eine Zeitverschwendung. Und mit den Leuten, auch wenn es Familienmitglieder sind, einfach bringt einfach manchmal nichts. Da ist es auch nicht schlimm, dass man nichts mit denen macht. Also jetzt kein Zwangskonzert mit gar keinen. Auch wenn man Frauen und Kinder hat und sowas, muss man sie nicht 24/7 verbiegen und weiß ich nicht. Dass die Frenia, genau. Manche Männer, die haben es echt schwer mittlerweile heutzutage, müssen funktionieren. Frauen auch, aber weiß ich nicht, ich krieg das so oft mit, wie manche Männer wirklich, die sind so lieb und tun alles für die Familie, gehen arbeiten und machen und tun, sind freundlich und machen und geben sich schon wirklich echt Mühe, richtiger Vater zu sein und aber es reicht irgendwie nicht, ne? Also, nicht immer. Deswegen ist es als Mann auch, es ist auch gut in der Familie, wenn man auch seine Dinge durchzieht auf seinem, so wie man sich selber das Leben vorstellt und nicht wie alle anderen. Irgendwelche Vater von, oder irgendwelche Onkels oder auch der Partner und irgendetwas. Ne? Der Mann im Haus, der klärt das und macht das auf seine Art, weil er muss ja schließlich dann wieder alles stemmen und tragen. Außer natürlich, die Frau geht arbeiten und das ist andersrum, dann irgendwie so. Man muss jetzt nicht zum super Arsch oder Monster werden, so meine ich das jetzt nicht. Also um Gottes Willen. Aber was zu Hause dieses ganze Problemchen und was man da machen muss, auf seine Art versuchen zu stemmen und zu klären und nicht so was andere einen erwarten und so ein Gedöns. Aha.
No. Oh. Komm, gehe ich noch mal hier rein. Ist zwar ein bisschen langsam bei mir, aber so. Ist aber auch immer witzig, wenn ihr für mich jetzt mal ein Thema ankommt und mir sagt, dann gehst du das nächste Mal. Ja, also ich kenne eure privaten Dinger nicht, was da alles so passiert ist. Ja. Ja. Ja, wenn ihr da zusammenhaltet, du und dein Partner, dann ist ja Tutti Frutti, ist ja euer Leben. Ist ja jetzt kein Film. Hier stellen Sie sich vor, das echte Leben ist wie so ein Ponyhof, wie so ein Hollywood. Alles ist immer toll und leicht. Man lebt einfach, alles ist immer toll und dann gibt's Gemüse, also. Hallo Sniffer, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ja. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Gucken, dass man genug zu essen hat und dass man sich die Bude leisten kann. Und wenn dann noch Kinder dazukommen, dann. Ja. Ja, baut man sich alles auf und Stück für Stück. Und dann. Man muss auch mit dem zufrieden sein, was man hat. Nicht auf andere schauen. Manche wirklich, die übertreiben. Nur immer, die anderen fahren fünfmal in Urlaub. Das müssen wir auch machen. Oder die kaufen sich dieses Auto. Und wir müssen auch zwei Autos haben. Und wir müssen sie, damit man so quasi so gleich ist. Um Gottes Willen. Wenn man da eine Bude hat. Einen Partner, den man liebt. Genug zu essen hat. Und noch so ein paar Hobbys hat, die man gerne mag. Wenn man sowas schafft, wirklich. Nicht auf andere gucken, was die so alle machen. Gedöns und... Wirklich. Wenn ihr beiden funktioniert, dann freaks the rest. Ja. Genau. Aktuell vieles kaputt gemacht. Kleine traditionelle Familie kann sich kaum einer mehr leisten. Garten, Frau, daheim. Vor 80 Jahren normal. Mittlerweile zahlt es ein dummer Nimmer. Ja. Ja, Frenia, ist ja wirklich so. Früher hattest du noch was, weiß ich, Oma und Opa zu Hause und Enkel. Oma hat auf Enkel aufgepasst. Dann ging man arbeiten, zu Hause war immer was los und aufgeräumt, Oma war da oder hat sich ein bisschen gekocht oder Partner oder so und ja, jetzt ist es natürlich, jetzt müssen zwei arbeiten gehen und hinten und vorne reicht das nicht. Man kommt kaum über die Runden, Miete, Essen, muss schon wirklich ganz aufpassen, alles im Angebot nehmen. Ist ja ganz normal, ist ja für uns alle ähnlich, außer natürlich ganz wenig Leute, die irgendwelche Firmen besitzen oder irgendwie. Aber die meisten Leute, die ganz normal über die Runden kommen, Miete, Essen und Gedöns. Man muss nicht dann so gucken, was in den Social Media alles so abgeht, was irgendwelche Milliardäre so machen mit ihrem Lifestyle und so. Da sind erstens ganz wenige und das ist ja nicht das echte Leben. Ganze Social Media Scheiß. Da darf man sich nicht so, der Kerl verdient 20 mal so viel wie einer und kann sich so ein Leben leisten, weil er irgendwelche anderen Sachen macht oder so. Oder das ist ja deren Leben. Man muss ja gucken, dass man selber irgendwie überlebt und klarkommt mit seiner Familie. Ja. Und wenn man arbeiten geht und das irgendwie zusammenwursteln kann, dann passt es auch. Und wenn der Partner oder andere Familienmitglieder da noch von oben noch so Druck machen, das müsst ihr so machen, das müsst ihr so... Gar nichts. Also... Muss nicht auf deren hören, was die... dein Leben wollen und sowas. Die haben da nichts
nichts mit am Hut. Da muss man sich auch nicht so verbiegen lassen, wenn's für den Partner oder für die Familienmitglieder nicht reicht, wenn man Gas gibt, ne, wenn man schon arbeiten geht und macht und man gibt sich ja Mühe und Dingens. Und wenn das für die Leute immer noch nicht reicht, ja, was soll denn das? Warum dann den ganzen Scheiß und den ganzen... Dann lebt man lieber alleine und dann kommt man viel besser klar. Ja, nicht so, dass die Kerle sich da bemühen und alles versuchen aufrechtzuerhalten und Frauen natürlich auch. Es kommt immer ein Dings. Aber man darf das nicht übertreiben, weil sonst ist dann komplett aus und dann, wenn der starke Partner die ganze Zeit 24/7 arbeiten geht und sich bemüht und macht und tut, kommt nach Hause und es ist immer noch alles falsch und zu wenig. Und muss noch funktionieren und alles reparieren und machen und tuten und Sachen klären. Also ein bisschen ruhiger machen. Der Mann kommt nach Hause nach der Arbeit, Füße hochlegen, entspannen. Ist ja den ganzen Tag weg. Füße hochlegen, ein bisschen was essen. Man braucht ja nicht so viel. Also, keine Ahnung, wenn man noch einen Partner hat, dann vögelt man wegen, dann entspannt man sich. Man isst was Vernünftiges. Dann guckt man irgendwie Fernseher oder zockt was und dann ist ja gut. So anspruchsvoll sind wir Kerle gar nicht. Also, da muss man natürlich immer Sport machen und weil das andere machen. Aber man muss halt gucken, dass man für sich das Leben irgendwie gebacken bekommt, ohne sich so stark zu verbiegen, wie das andere machen. Weil ein anderer ist erstmal nur halb so weit oder doppelt so weit wie einer im Leben. Der eine spart mehr, der andere gibt mehr aus, weil man einen Partner hat oder so, der ein bisschen so eine Scheiß-Egal-Einstellung auf alles hat und sich jeden Scheiß kauft. Ich kenne Leute, die gehen jeden Tag und bestellen sich für 50, 60 Euro im Restaurant, gehen jeden Tag essen, wirklich, verdienen gut, also mehrere tausend, aber gehen jeden Tag essen und der Partner, der gibt jeden Tag für beide, was weiß ich, 30, 40 Euro aus am Tag, um nur schicken essen zu gehen, weil die Frau zu doof ist und nicht kochen kann, gehen die für, was weiß ich, 60, 70 Euro jeden Tag ins Restaurant und lassen für sich kochen. Und dann, ich verdiene so viel Geld und da bleibt trotzdem nichts übrig und die kommen fast nicht klar. Und die verdienen bestimmt 5-mal so viel wie ich, also wirklich. Aber man kann doch nicht jeden Tag draußen essen gehen, nur weil die Frau jetzt nicht Lust hat zu kochen oder... Ich kann nicht kochen? Ja, der Mann denkt sich, ja, was scheiße, dann ja, was sollen wir machen? Dann geht man irgendwo schick essen, weil zu Hause nicht gekocht werden kann oder gar keine Lust oder so ist. Dann geht man und verschwendet sein ganzes Geld und dann... Kein Wunder, dass sie das irgendwann ausstaut und sowas. Also, weiß ich nicht. Verstehe gar nicht, warum das manche Kerle mit sich machen. Die Frau soll sich dann hinstellen und was kochen, wenn sie zu Hause ist. Und nicht noch dann, ich kann nicht kochen, ich möchte jetzt ins Restaurant und da essen gehen. Das kann man mal machen, wenn man mal auf dem Wochenende oder jeden zweites Wochenende oder so. Dann ist es auch was Besonderes, dann macht man sich ein Date draus, so, noch was Besonderes, komm, mal im Monat oder so geht man schick essen, dann setzt man sich hin in ein Restaurant, isst mal was, aber doch nicht jeden Tag, wie soll man das denn bezahlen und vor allen Dingen, kauft man sich lieber, geht man einkaufen für, was weiß ich, 50, 60 Euro, kauft sich Kartoffeln, Zwiebeln, Reis, Hackfleisch, Fleisch, Gemüse verschiedene und dann kocht man sich da irgendein Gulasch, irgendeine Suppe und sowas. Und davon kannst du mehrmals essen und so, aber doch nicht jeden Tag für 50 Euro da einfach, nur weil man Hete-Petete ist da. Also das verstehe ich nicht. Und dann haben die Leute auch gar kein Geld, nur weil dann, es ist ja schön, guck mal, wir sind voll reich, wir können jeden Tag da essen gehen. Andere gucken sich das an und denken sich, boah, wie machen die das? Die können sich das da jeden Tag leisten. Ne? Manche geben das Geld dann für sowas aus und verschwenden das natürlich richtig schön essen. Andere gucken sich jetzt ab, oh, ich kann mir das nicht leisten und Gedöns, die machen das schon und kaufen ein und... Nein. Nicht auf andere gucken, was die so machen. Uso Holy als Kerl heutzutage ist fast wie ein Hexenjagd. Wie kannst du nur? Also
ich verdiene auch nicht schlecht, aber ich würde niemals mit sowas rumprallen. Ja, also was man verdient und Gedöns. Ja, gucken, wie man sein Leben bezahlt. Der eine verdient 10.000 Euro, der andere verdient 1.000 Euro. Ob man jetzt viel oder wenig verdient. Jeder hat auf seinem Level, ne, gibt er sein Geld aus und muss klarkommen mit seiner Familie. Beim einen bleibt mehr übrig, beim anderen ist es ganz auf Grenze. Aber wenn man als Kerl oder als Frau und man geht arbeiten, versucht mit dem Geld, was man zusammenbekommt, ob das jetzt viele Tausende sind oder wenige, das ist im Grunde genommen ist das Wichtige, wie du deine Familie da quasi, wie du die da durchbringst mit dir selber und wenn alle glücklich sind. Manche Leute, die verdienen 1.500 Euro im Monat, die haben manche so eine Familie, alle sind am Strahlen, obwohl es ein bisschen eng ist, alles geschnürt und sind trotzdem glücklich. Man macht, was man hat und man liebt sich gegenseitig, man kommt klar, manche verdienen 10.000 Euro und alle sind irgendwie, was weiß ich, wie Zombies irgendwie, alle sind so irgendwie, also... Aber wenn man sich mal auch entspannen kann und nicht nur mal hoch und 24/7 auch zu Hause ankommen. Stell mal vor, du gehst nach Hause nach der Arbeit und du stellst dir vor, zu Hause, boah, die Alte nervt und stresst, Kinder nur Lärm oder irgendwie und du musst zu Hause noch irgendwelche Dinge immer erledigen, irgendwelche Sachen reparieren oder da wird erwartet, da musst du noch da und da irgendwas machen. Stell mal vor, du gehst schon den ganzen Tag arbeiten und du kannst dich nicht mal auf zu Hause freuen. Also ich krieg das... Ich kenne das bei manchen Leuten, die freuen sich gar nicht mehr auf nach Hause und dann ist es schon echt kritisch. Weil normalerweise gehst du arbeiten, machst und strengst dich an und dann weißt du, du kommst nach Hause und zu Hause ist Spielplatz. Ja, du kannst zocken, Füße hochlegen oder mit deinen Kindern spielen und mit deiner Frau freust du dich. So soll es natürlich sein, aber wenn es natürlich nicht so ist, dass du gar keine Lust auf zu Hause hast, wenn man das dann lange so macht, dass du nicht mal so einen Sinn siehst oder so, weil es einfach dann so... Kein Fernseher, keine Fernseher, kein Handy. Ja, das kann man ja machen, wie man will. Meine, wie man in seiner Familie lebt, das ist ja eh immer. Jeder hat so seine Regelchen. Die Eltern, wenn man Kinder hat, die machen ein bisschen mehr Regeln, Grenzen, was man will und was nicht. Und jede Familie hat seine eigenen. Ne? Ich bin auch nicht der Leichteste, privat, glaubt mal. Also ich habe auch so meine Ecken und Kanten. Wenn meine Ma, meine Geschwister mir doof kommen oder sowas. Ich bin jetzt mittlerweile 33. Ich bin jetzt nicht so, dass ich da... Ich liebe sie und bin freundlich. Aber... Ich habe so eine Grenze, ne? Wenn man da so ein bisschen nicht so freundlich ist oder komisch ist, dann, ja. Ich bin auch ein richtig harter Typ, was das angeht, also. Aber wenn man zu mir nett ist und so das macht, so wie ich mir das vorstelle, weil ich habe da zum Beispiel so ein... Wenn ich was sage, dann mache ich das auch so. Und dann muss mich da auch keiner überreden oder Gedöns mit ihren ganzen Hittepetete. Das muss man so machen wie andere und das machen sie so und da und das ist diese und das Essen hat diese Qualität und das ist... Weißt du, ich bin im Kopf gesund, frei, gesund, ich habe genug Geld und mir versuchen Leute ständig ihr Leben aufzuzwingen, obwohl die das selber scheiße finden. Die heulen rum den ganzen Tag und versuchen mir Tipps zu geben, was ich so ändern soll, weil ich verstehe nicht warum. Ja? Mir geht's gut, ich habe alles und Gedöns, Single. Manche denken echt, ich weiß nicht, naja. Waldkindergärtnerin? Ja, das klingt schön. Ja. Bei der Arbeit ist es auch gut. Hin und her, wie viel man verdient, umso mehr man verdient, ist natürlich immer besser. Umso mehr Geld man nach Hause reinbringt, kann man sich mehr leisten und ganzen tollen Freunden oder kann Urlaub kaufen, Auto, Spielzeuge und essen gehen schick. Ne? Das ist ja auch das Gute daran. Wer gut arbeiten geht und, ne, der motiviert ist und arbeiten geht fleißig und seine kostbare Zeit, ne, opfert und verdient schönes Geld, kann er sich auch alles dafür kaufen, was er will, ohne sich zu schämen. Und wenn er mehrere tausend Euro
irgendwo raus hat für so ein Kinderspiel und was weiß ich, wenn die Familie halt alles dann hat und sowas, dann ist ja alles gut. Ja, und wenn man noch eine Arbeit hat, die einem so ein bisschen Spaß macht, meistens ist es ja so, man macht es, weil es einfach muss. Man kann nicht einfach sagen, nee, ich mache jetzt nicht, aber wenn man noch eine Arbeit hat, die einem halbwegs Spaß macht, wo man die Leute kennt, wo man ja weiß, wie man arbeitet und meistens sind die Leute bei der Arbeit, ne? Wenn du korrekte Leute hast in deinem Umfeld, dann geht die Arbeit meistens, auch wenn sie manchmal trocken und öde ist. Kommt immer auf die Leute an. Hast du irgendwelche Knalltüten, so richtige, sag mal jetzt Wichser, ob das irgendwelche Chefe sind oder irgendwelche Abteilsleiter und die Leute nur schikanieren und die einfach diese Menschlichkeit schon verloren haben und so wie Roboter sind. Ja, weh, du arbeitest nicht, kurz Pause machen, nein, lies nicht. Und manche übertreiben ihre Lage irgendwie und dann wundern sich, wenn die Leute auch mal weggehen. Klar, man soll jetzt bei der Arbeit nicht Füße hochlegen und die ganze Zeit da entspannen. Wir sind ja nur noch auf der Arbeit. Oha, ich habe da einen Fehler. Danke. Okay. Ja. Danke für ein Abo. Gintrix Gaming. Dankeschön. Boah, lieb von dir. Dankeschön, ich küsse dein Herz. Danke, 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 danke für dein Abo. Das freut mich sehr. Dann viel Spaß mit deinem Pokéball und ohne Werbeunterbrechung in meinem kleinen Stream-Modus. Komm an. Komm an. Ein kleiner Abo kommt reingeflogen, dann mache ich ein bisschen länger, okay? Wir haben jetzt ja fast 2 Stunden voll, dann mache ich nochmal eine halbe Stunde länger oder Stunde. Okay? Bedankt euch bei Gintrix Gaming. Verlängere ich meinen Stream heute ein bisschen. Was? Kinder. Muss mal kurz alles lesen. In der Justiz werden Frauen von Männern genommen. Hier in Essen, weil Frauenärzte gepusht werden, trotzdem besser Zeugnisse von anderen. Ja. Krümel setzt die Kinder ab bei Frenja. Mhm, komm an. Bei Frenja sind die auf jeden Fall gut aufgehoben. Da im Dreck rumspielen, Baum hochklettern und sowas. Mhm. Und meine Freundin ist auf jeden Fall wirklich ein herzallerliebster Mensch, wirklich. Ah, ich weiß auch noch nicht, wie viel Panik ich da kriege. Muss mich da bestimmt ein wenig zusammenreißen. Also wenn ich nach Hause komme. Wenn man eine polnischen großen Familie aufwacht, tun ja. Ja. Ja, große Familien ist geil. Mega. So in letzter Zeit, seit Corona, haben sich die Leute irgendwie, ne, zu Hause. Ab Corona, das war richtig Horror. Alle wurden zu Hause eingesperrt und das ganze Gedöns. So ein Scheiß. Meine Mom ist ja in Altenheim da und da dürfen die Leute ihre Familienmitglieder nicht besuchen und die sind am Sterben. Und so eine Kacke und alle haben sich gegenseitig verpetzt, ob man eine Maske trägt oder nicht und so ein Quatsch, so vorne rum alle so, ja, Maske tragen und so hinten rum, wenn die alle in einem Raum sind, alle Masken ausgezogen und ey, so eine Scheiße, aber egal, ich lasse es lieber, das Thema. Ich habe mich auch nicht impfen lassen und gedönst, bin auch nicht überall reingekommen, weil ich, das war mir echt zu blöd, ich habe das nicht mitgemacht. Stell mal vor, du hast dir den Oberschenkel geprellt, Schmerzentabletten rein. Die Gummibärchen muss trotzdem auf Arbeit 30 Kilometer im Minutentakt umbuchten. 8 Stunden oder? Ja, genau. Das ist natürlich ein bisschen zu viel Kamikaze, genau. Ja, ich kann mir schon richtig. Also, ich habe ja schon mal Schichtdienst für Praktikas und manchmal mitgearbeitet für ein paar Monate und ich dachte mir so: Ach du Scheiße. Also, beim Bund, ich habe ja auch 12 Jahre lang durchgearbeitet, beim Militär und sowas. Da hast du ja auch manchmal Schichtarbeiten in anderen Einheiten gehabt. Ja, aber wenn man sich keine Ruhe geben kann, keine Pausen, das ist schon hart. Und sich dann mit Schmerzen da durchwuseln, das ist schon nicht so geil. Ja, das ist nicht cool.
Naja. Aber so ist das mit der ganzen. So ist das Leben. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Man macht das jetzt auch nicht immer zum Spaß. Das ist dieser erwachsene Part, ne? So finde ich. Man muss funktionieren. Und die Frauen und die Männer bestimmt muss man arbeiten gehen und muss sich bestimmt verhalten und was nicht alles da, auf was man nicht alles achten muss. Und aber muss auch, man darf auch immer Kind sein. Und das ganze Gedöns, auch wenn man 50 ist oder so und was weiß ich, und mit den Kindern spielen und Pokémon spielen und was man halt mag. Jeder hat so seine eigenen, was ihn beruhigt und was er liebt und sowas. Muss auch abschalten können, egal was da Leute drüber denken, ob das jetzt nicht Ding ist, scheiß drauf. Man muss ja selber die Freude am Leben und Spaß haben. Ne? Erwachsen sein, ja, stark, nicht rumheulen und ne, seine Sachen klären, erledigen und so Vorbild sein und aber man kann doch mal Kind sein und spielen und Dingens. Natürlich schwer, wenn der Stress, wenn die Belastung so hoch wird, dass man nur funktionieren muss, weil wenn man nur funktionieren muss, da kann man irgendwann nicht richtig abschalten. Ich kenne so viele, die dann einfach im Kopf dann, die drehen ein bisschen durch und dann muss man sich mit Drogen irgendwie helfen, weil man nicht mehr runterkommt. Man kann nicht mehr abschalten. Man geht arbeiten, man kommt nach Hause, zu Hause ist noch irgendwie immer was los. Kommst gar nicht zur Ruhe, gehst 24/7 arbeiten, Wochenende, kommst gar nicht zur Ruhe, kannst einfach nicht abschalten. Und manche Leute, die nehmen dann irgendwelche, die kiffen dann, manche fangen an zu trinken immer, damit man sich zumindest mit diesen Rauschmitteln ein bisschen runterbringt und sowas. Und aber wenn man das natürlich lange, lange, lange macht, das ist so ein schleichender Prozess, das wird dann immer schwerer, da rauszukommen. Also, und das fickt ja auch den Körper mit der Zeit. Immer das Gerauche oder immer das Getränke, weil das ist einfach mit drin, ne? Wenn man das sein lässt, dann ist es schon mal, wird auf jeden Fall, man wird ein bisschen härter zu sich selber und zu anderen. Das können viele auch nicht ab, aber es ist trotzdem besser, weil man, ich sag immer so, wenn du das Leben mit Alkohol und mit Rauchen spielst, dann ist es so wie im Hard-Modus. Einer, der das nicht macht oder rauchen und trinkt oder kifft oder so, dann ist das Leben in Hard-Modus, obwohl man das gar nicht merkt, weil ich habe ja auch geraucht, ich habe getrunken, ich habe auch viele Drogen probiert und ich weiß es jetzt einfach, dass es ohne, kannst halt viel besser auf deinen Körper hören. Mit dem ganzen Gerauch und Alkohol, da spürst du deinen Körper nicht richtig. Du hast Schmerzen, du bist müde, aber du hältst dich mit Kippen, mit Kaffee, mit Energies auf Trab, obwohl du eigentlich hundemüde bist. Du hast Schmerzen, nimmst dir irgendwelche Tabletten, nimmst irgendwas, damit du irgendwie klarkommst. Der Körper schreit förmlich. Wenn du kein Zeugs nimmst, ist man irgendwie klar. Man merkt das dann richtig. Boah, ich bin jetzt müde. Es ist am Wochenende, Samstag, Wochenende, 12 Uhr, 13 Uhr und du fühlst dich müde, weil es einfach zu viel anstrengend ist. Dann legst du dich nochmal hinschlafen und dann pennst du halt am Wochenende 2 Tage durch, weil der Körper das einfach braucht. Aber wenn man da die ganze Zeit 24, man muss auf Kinder aufpassen, man muss noch da was machen, man muss da noch irgendwie, man hält sich immer so künstlich auf Trab. Ne? Ich hatte das auch. Die ganze Bundeswehrzeit war, also die meiste Zeit, ich war dann bestimmt, weil ich immer so auf Trab war, Wochenende Party und das machen und da Familie sein und funktionieren, hin und her fahren, pendeln, 100 Jahre, 300 Kilometer hin und her, da und hin und her, also wirklich. Ich war bestimmt 3-4 Mal oder so im Jahr krank, weil der Körper sich dann einfach irgendwann gesagt hat, hier, leck mich am Arsch, bin jetzt krank. Meistens zu dem Sommerurlaub oder Winterurlaub, weil ich dann wusste, ich habe jetzt frei, bin ich dann direkt erstmal eine Woche krank gewesen, weil der Körper erstmal, der weiß, jetzt komme ich zur Ruhe, darf ich mal abschalten und dann immer wieder das Gleiche. Wirklich, ich war so oft im Jahr dann krank, weil der Körper holt sich das dann einfach irgendwann nach. Aber die letzten 1-2 Jahre so beim Bund, da habe ich irgendwann gesagt, boah, weil ich das von anderen mitbekommen habe, wie die Häuser, wo die auseinandergegangen sind, die Leute und was weiß ich, so viele Leute nehmen Drogen und ich habe ja auch da meine Erfahrung.
da und hin und her. Und dann irgendwann habe ich für mich gemerkt, auch bei mir, ich habe gut Geld verdient beim Bund und irgendwann auch finanziell. Ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Ich gehe gut arbeiten, habe nie Geld, weil ich irgendwie, keine Ahnung, für jeden Scheiß Auto, Miete, ich fahre dahin, ich fahre dahin. Mein Geld für das Spiel aus, mach dies. Wirklich. Irgendwann habe ich gesagt, weil ich habe dann gemerkt, irgendwie, das kann doch nicht sein. Ich verdiene so gut Geld und dann bleibt nichts da und alles. Dann habe ich alles komplett aus dem komplett Umfeld gewechselt, Leute weg, war sparsamer, habe mich wieder von den Drogen, ne, weg von Alkohol. Also ich habe nicht so viel getrunken, ich habe eh nie so viel getrunken, aber kein Alkohol mehr. Ich habe lange gebraucht, um die Kippen loszuwerden, fast ein Jahr mit mehreren Anläufen. Das langsam wegmachen, dadurch Geld gespart und Gesundheit wieder. Lieber mit dem Sport wieder langsam angefangen. Wirklich. Langsam mit dem Sport und peu à peu. Und Leute, die mich da nur runterziehen und die habe ich einfach, brauche ich nicht. Die nur Leute, die den ganzen Tag saufen und sowas, brauche ich nicht. Ich habe mich dann lieber mit Leuten abgegeben, die mit mir Spiele spielen, wo ich mich mal mit Leuten dann getroffen habe, einfach auf einen Kaffee, einfach mal gequatscht, einen Kaffee trinken, einen Tee. Irgendwie übers Leben quatschen, was man so ändern kann und nicht nur Party Halligalli. Und das tat mir so gut. Weg von den ganzen Party-Peoples, die nur ihr Geld ausgeben für sinnlosen Scheiß. Jeden Tag Party, obwohl nichts ist. Geht ja auch auf die Gesundheit. Ne, lieber ein bisschen mehr Sport. Im Sport braucht man kein Geld ausgeben. Machst du irgendwo, wo du willst. Kippen kosten so viel Geld, weg damit. Ganze Gesaufe brauchst du nicht, sparst du so viel Geld. Ganzen Problemchen, ganzen Rechnungen und alles einmal abklappern. Diese ganze Ballast weg. Und dann peu à peu hat sich bei mir ein bisschen Geld angespart, weil immer was übrig geblieben ist. Hallo Leon, grüß dich. Ne? Durch nicht mehr krass viel Urlaub fahren oder nicht mehr so viel rauchen. Da wirklich, allein schon wenn du mit dem Rauchen aufhörst, da hast du wieder ein paar hundert Euros mehr. Nicht so viel rumdüsen. Ich habe auch geguckt, dass ich mein Auto dann nicht mehr so oft benutze. Dann habe ich das irgendwann abgemeldet und dann ist da mal 100 Euro mehr geblieben am Ende. Dann nochmal 100 Euro und dann konnte ich mehrere 100 Euros beiseite packen, weil ich einfach ein bisschen besser mit dem Geld umgegangen bin. Obwohl alle anderen das nicht gemacht haben, aber ich habe das für mich selber so rausgefunden. Boah, ich muss irgendwas machen. Und das war vor Corona 2 Jahren, das war 2018. Da habe ich schon langsam mich so umgekrempelt. So nicht, was alle von mir erwarten. Du musst essen gehen immer schick, du musst das machen und Halligalli, immer das Leben in vollen Zügen, also richtig, jeden Tag ist Party und alles machen, was geht und ein bisschen langsamer auf mein Level und wirklich, das hat ein bisschen gedauert, aber ja, dann habe ich gesagt, was hilft mir jetzt, was bringt mir was und was nicht und dann, was die nicht alle von mir erwarten und Gedöns, und das habe ich natürlich ein bisschen gemacht und so. Jetzt geht es mir ein bisschen besser, weil ich einfach nach meinem Gewissen, so wie ich mir das vorstelle, mein Leben und nicht was andere von mir immer ständig wollen und das muss man so machen und so, weil wenn ich immer auf die anderen gehört habe, habe ich angefangen irgendwann zu rauchen und dann da Drogen genommen und wisst ihr, dann dachte ich mir so, warum mache ich das überhaupt? Und ich bin so ein kluger, intelligenter, aber nur weil ich mich mit manchen Leuten auseinandersetze oder mit denen abhänge, dann würde ich wie eine Wurst, dann fange ich an zu rauchen, dann mache ich dies und dann renne ich auf Partys wie ein Zombie rum, weil ich mich da abschieße und sowas. Seitdem ich das alles nicht mache. Bin einfach jetzt einfach ein cooler Typ. Ich gehe einfach, ich saufe nicht und trinke nicht. Dann bin ich nicht so ein Spacko, der so Zombie-Modus hat. Also, ne, ich habe genug Geld, weil ich das nicht mehr sinnlos ausgebe. Ich mache meinen Sport, bin dadurch fit und so. Bin natürlich ein bisschen härter, was das angeht. Ich bin jetzt nicht so. Früher habe ich noch ein bisschen überall ein Auge zugedrückt oder habe da auch mal so nachsichtig, wenn Leute gelogen haben oder irgendwie Scheiße machen und immer so, ja, einfach daneben gestanden. Wenn ich heutzutage finde ich das nicht cool, wenn Leute irgendwie fremd gehen oder so, dann habe ich mit den Leuten nichts mehr zu tun. Wenn ich merke, dass einer von meinen Bekannten oder Freunden in meinem Umfeld, der seinen Partner betrügt, fremd geht und so, ne? Wenn ich das mitbekomme, dann sage ich das auch denen, dass ich das überhaupt nicht cool finde. Also sowas will ich gar nicht hören in meiner. Und manche geben damit noch an. Ja, ich habe eine Freundin zu Hause und dann bumsen die da irgendwo noch rum und sowas. Ich bin jetzt auch nicht so der Heilige. Ich bin jetzt auch ein paar Mal in Puff gegangen und sowas früher. Das mache ich alles nicht mehr. Aber so solche Dinger. Dann sage ich denen, dass ich das überhaupt nicht cool finde und ich möchte mit denen da nicht abhängen. Wenn die das nicht sein lassen, dann ist die Freundschaft vorbei. Ich möchte nicht mit solchen Leuten in meiner Familie oder meinen Bekannten
dass die mit solchen Leuten in Berührung kommen, die einfach fremd gehen und so eine Scheiße machen, will ich einfach nichts haben. Das sage ich denen auch und dann ist gut, damit die das auch wissen, dass bei mir sowas nicht. Manche sind so knallhart, die. Da hast du einen Partner und die versuchen dir den Partner einfach wegzunehmen. Die wissen, dass du zusammen bist mit jemandem, die versuchen dir den Partner einfach wegzunehmen. Sobald die Chance besteht. Also sowas verstehe ich überhaupt nicht. Solche Leute, die brauche ich mit Abstand, Vorsicht, weg damit. Mein älterer Bruder ist 51, meine junge Schwester ist jetzt 19. 80 leben nur noch 14 und ich. Ah, okay. Der Bruder ist 51. Da bist du genauso cool wie ich. Ich bin 29, meine große Schwester 46, meine kleine Schwester 16. Ja, krass, wenn man so Unterschiede hat, ne, von den Geschwistern und so. Dass die so viel älter. Ich bin zum Beispiel der Älteste. Ich werde jetzt 33 November. Bin 90er Baujahr. Ich habe noch einen Bruder, 92 und 99er Baujahr, eine Schwester, 2005 und sowas. Und meine ganzen Süßen. Die ganzen Süßen. Mayo PT Moin, habt eine Frage, bevor ich komplett durchdrehe. Ja, was hast du denn? Grüß dich. Kakane, fehlt noch eine Rune. Ja, ich habe mir auch ein Kakano gebaut und meine Iris, die habe ich auf 6 Sterne gebracht und grob rumgegeben, meine sind Schrott, aber ja, ich habe die auch, ich will die auch bauen, so schöne Monster. Ja, Krümel, genau, kümmere dich um deine eigene Familie. Dein Partner, deine Kinder oder wie das da ist. Und die Leute, die reden eh immer ständig, ne? Ne? Die, keine Ahnung, die Leute, ob es Bekannte sind oder irgendwelche Dingens, die einen feiern dich, deine Familie und finden alles cool und die anderen, was die alle nicht denken und nicht alles erwarten und wollen, das kann man eh nicht ändern. Also einfach für sich selber leben, wenn man einfach aufrichtig ist in seiner Familie und seine Partner, seine Kinder liebt und man gibt schon sein Bestes. Ja, was willst du mehr? Man macht schon alles gedönst. Dann ist gut. Dann darf man auch stolz sein und in den Spiegel schauen und hey, ich bin ein cooler Typ. Ich kümmere mich. Alle haben genug zu essen. Ich krieg das hier alles gestemmt und alles. Und was so Social Media und was das ganze gedönst, das ist Schmutz. Nicht auf die anderen gucken. Man guckt, wenn das passt, dann kann man auch wirklich stolz auf sich sein. Auch wenn andere Familien 5-mal in Urlaub fahren oder manche Familien gehen jeden Tag schick essen. Nicht. Das macht nur, das verkorkst einen selber, weil man auf andere schaut, wie die leben. Ne, man muss mit dem, was man hat, wenn man merkt, oh, man könnte ein bisschen mehr machen, dann überlegt man sich, ob man sich da irgendwie mehr was dazu verdient oder wie und überhaupt und wenn überhaupt. Aber ohne, dass man sich noch mehr kaputt macht. Leicht, das sagt sich immer so leicht, so wie ich das jetzt erzähle. Also, da steckt natürlich viel dahinter. Hart arbeiten gehen und dies und das. Wirklich dieses, ich rede ja einfach nur, aber Hardstock 70, weil keiner diesen scheiß Monster stirbt wegen der Passiven der beiden Light-Taoisten. Und bei Gott, ich weiß nicht, wie ich diesen besiege. Nimm Turmmonster mit. Spectra, Tyran, Fran, Loren, die ganz normalen Kandidaten hier. Spectra oder Veromos, damit es bestimmt klappen. Mit Dottern kriegst du die bestimmt tot. Wenn du ein Dot-Team hast, ein paar Dotter oder so, oder die ganz normalen Turmmonster, Spectra, der hier, der Feuergreif. Loren könnte helfen, Veromos nimmt man manchmal mit, oder Tyran. Irgendwelche, der Wasserhomunculus, was gibt's da noch? Die ganzen Dotter halt, was weiß ich. Terrain habe ich gebaut, den dunklen Saat als Dotter, zweiter Weckung. Auch eine Melia als Dotter. Lichtpaladin ist ganz gut für den Turm. Ich bin 31, bin jung und knackig. Ja, Krümel, geht mir genauso. Ich werde jetzt 33.
Der alte Feger Wovjack. Ich bin schon Opa. Oh. Müssen eigentlich wieder die Vizeränge verteilen? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ja. Wäre man natürlich ganz cool. Ja, ja. Ja. Eigentlich müsste ich immer 3 Vize aufrechterhalten. Ich habe die jetzt alle rausgenommen. Ich habe alle erstmal zum Senior gemacht, wo ich denke, meine Freundin ist natürlich Vize. 2 könnte ich natürlich nehmen. Ich überlege, ob ich nicht dich, Leon, und Baelon mit reinnehme. Mal gucken. Mal gucken. Ich überlege mir noch. Und deine Frau sollte genauso hinter dir stehen, wenn sie dich labern lässt. Jemand, der Einzelkind hat sich auch von seiner Mom diktieren lassen. Ja, ja. Ja, manche Kerle, die wirklich, ja, so wie Frenja sagt, manche Kerle sind echt. Die sind so ein bisschen nicht Muttersöhnchen, aber wenn die Mama sagt, dann machen sie natürlich. Ist doch okay, weil die Mutter hat dich das ganze Leben lang durchgezogen. Und als Mann, wenn deine Mom, die wünscht dir nur das Beste und gesöhnt, aber es ist manchmal zu viel. Die haben auch manchmal ein bisschen so, ja. Mom schön und gut, was die nicht alles wollen, allgemein bei Frauen, was sie sich nicht alles wünschen. Und bei der Mom muss man auch so eine Grenze machen. Helfen und lieben und wenn man die Mutter liebt, dann macht man auch alles und man hilft. Aber nicht dieses Toxische. Ich kenne so viele, die hören auf ihre Mutter wie, als ob, was weiß ich, die Mom sagt so, das ist falsch und die Frau ist kacke oder das ist geht nicht so oder Dingens und nein. Mein Team ist fragen, Lorenz, Spectra, Vero. Ja, passt doch, Major. Das müsste doch klappen irgendwie. Sieht doch gut aus so. Mond, Vigos, Kugel, Edna, Kaki durch. Aha. Ich treffe mich mit meiner Frau, gehe mal wieder Currywurst futtern. So wie jedes zum Jahrestag. Ja, schön. Currywurst essen. Mhm. Ja, mega. Ja. Ja, wenn man so als Paar so. So ein Date macht und sowas. Ganz entspannt, einfach zu zweit sich mal Ruhe und Dingens. Mhm. Mal ein bisschen quatscht, ein bisschen was futtert irgendwo. Sowas ist. Das sind so die wichtigen Dinger, dass man da auch ein bisschen Zeit miteinander verbringt. Weg von dem Ganzen. Mal weg von zu Hause, sich mal irgendwo draußen hinsetzt oder zusammen mal irgendwo hingeht. Ob man zusammen mal spazieren geht im Wald oder irgendwas zu essen holt oder einfach zu zweit diese Zeit sich auch gönnen. Auch wenn man Kinder hat und das ganze Gedöns wirklich sich die mal hin und wieder einfach die Zweisamkeit mit dem Partner einfach irgendwas zusammen machen und das ist schon wichtig. Hm? Leon meldet sich zum Vizekommandant. Hab die Hälfte nicht. Das Ding ist, die Schwimmwind. Vero, Phönix, Feuer, 2 Leittouristen. Die verrecken nicht. Egal, was ich mache, umgehe. Oh. Ja. Ja. Okay. Komm, dann befördere ich hier unseren Leon zum Vize. Ja? Kann man mal machen. 3 kann ich ja wählen. Das tausche ich und ich ändere das immer. So, ich muss erstmal Senior. Mal rausnehmen. Ize. So. Tada. No. Ein Vize können wir noch nehmen.
glaube, bei Elon. Bei Elon gebe ich auch einen Vize. Der rockt hier auch immer unser Labyrinth bis zum geht nicht mehr. Freundlich, das passt. Genau. Ich ändere das ja auch immer, ne? Also. So. 3 können wir haben. Als Vize hast du auch noch extra Belohnung bei Content. So. Senior ist Regressus, ja. Kamikaze. Wir sind auch super aktiv hier. Sequina mit Seri auch. Ja, gefällt mir. Okay. Okay. Ich ändere das ja sowieso immer wieder. Leute, die aktiv und mithelfen und gedöns. Bei der Stage gehe ich immer nur auf die Mitte und bis jetzt. Ja. Aber warte, ich kopiere den Text. Der Passive von diesen dummen Tors. Problem bei mir in Tau, ich kann fast immer Trikaro durchrennen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Soll ich das mal versuchen? Soll ich auch mal in den Turm reingehen? Hab sie damals beim Currywurststand kennengelernt. Oh, Krümel, das ist ja süß. Ja, ja. Im Alltag einfach kennenlernen, einfach aus dem Nichts. Mal anquatschen, was ist hier los? Das ist ja süß. Beim Currywurstessen habt ihr kennengelernt? Das ist ja süß. Und sie kam auf mich und hat mir voll gequatscht und ich hau nur ihr raus. Alter, siehst du geil aus. Und willst du eine Currywurst futtern? Ja, geil. Sie war übelst irritiert und hat ja gesagt. Und Ende vom Lied. Jetzt habe ich sie fast 11 Jahre an der Backe. Oh, süß. Liebe geht durch den Magen. Mhm. So kannst du Frauenherzen erobern. Das ist die Kunst. Auch Männerherzen. Mit Essen kriegst du alle. Hier, ein Stück Fisch auf dem Teller. Mop. Du hast die mit einer Wurst geangelt. Wow. Mit welcher Wurst jetzt? Fragezeichen. Eine Currywurst? Oh, ich glaube da... Oh. Stell dir mal vor, ich stehe an so einem Stand und da sagt einer, oh, du bist super sexy, super geil, hier, willst du eine Pommes Currywurst? Geht schon mal los. Gut los. Oh. Ja. So, ich muss auf jeden Fall nochmal auf Klo. So, ich glaube, ich gehe mal kurz pissen. Oh, ich pisse mir in die Hose. Oh, mein Kaffee ist schon wieder alle. Nein! Hä, wo ist denn das Problem? Turm? 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 Normal. 70. Was ist hier los? Nein, nein, ich wollte nicht rein. Ich wollte... Oh, jetzt bin ich da rein. Ich wollte hier gar nicht rein. Energieverschwendung pur. So macht man's. Nein. Oh, ich muss pissen. Ich habe keine Konzentration gerade.
Was hab ich denn hier? Ich hab hier einfach das Team hier vielleicht. Mal gucken. Geh mal kurz. Ich geh mal kurz auf Klo, ich piss mir in die Hose. Null Energie? Stimmt, keine Energie. Natürlich. Ja. Stuhlliebe? Ja, Stuhl-Content fetzt. Gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal einen Kaffee holen nach diesem Run hier. Guck mal hier, ob ich das mit dem Team hier schaffe. Hast du denn die Monster Major? Besitzt du diese Monsters hier? Gut, hier habe ich keinen Dotter so richtig. Mein Wasserhomunculus. Ist auf ein Homunculus, ja. Ja, der Homunculus, der nimmt super viel Angriffsbalken weg und dottet wie so ein Geisteskrank auch. Nee. So, was macht man hier? Hero muss nicht zum Zug. Angriffsbalken runter. Angriffsbalken. Damage. Okay. Ein Crow macht auf jeden Fall gut Damage. Kamehameha. Kamehameha. Nicht zum Zug kommen. Ah, ah, die heilen sich. Ah. Sollte die hier alle tot machen erstmal. Ich habe nur einen Dotter dabei. Das ist natürlich nicht so geil. Nöp. Heilung. Heal-Block. Können sie nicht so rumheilen hier. So, lass nicht zum Zug kommen. Damage. Okay. Einfach voll drauf in die Mitte. Okay, was kann man noch? 70. Was kann man noch nehmen? Welche Monster hast du denn nicht? Den hast du nicht. Den kühlen Pause-Screen einverlassen. Aha. Also Fran, Vero, Saat, Saatloren. Hast du ein Vero? Achso, Vero, ja. Fran, Loren, Saat. Wir können es ja mal probieren. Komm, HP-Lead, Heal, Heal-Block, Dot, Dot, Dot. So. Möp. Möp. Dort. Ja. Gut, durch Saat dotten die Dots jetzt Dollar. Der Wasserhomunculus reicht meistens für diese Wellen und Gedöns. Mit gegen Bosse oder so ist ja Loren super geil. Fran, Immunity und Heal. Nimmt auch ein bisschen Angriffsbalken weg, macht das safe. Vero muss sowieso Angriffsbalken spitzen. Nimmt die Schädlichen weg, falls da was rankommt. Also. Und jetzt mit Saat und Tattoo könnte ich rein theoretisch bei der Boss-Stage auch die ganzen Hörners und so wegdotten. Gefühlt, das macht super Damage. Mal gucken. Dort.
Schwarztee-Hässchen. Okay, und drei E-Kurse. Autorun. Ja, geil. Ja. Na gut, wenn man so neu anfängt, dann hat man natürlich... Dann sind die Monster natürlich noch nicht so geil gerund und... überhaupt und gedöns. Ja, die Stage ist aber auch eklig. Weil ist ja wirklich so, die Pörners, die heilen. Guck mal, bei mir, warum haben die jetzt alle Healblock? Ach so, Saat, guck mal an. Saat hat auch gleichzeitig einen Healblock gegeben, das heißt, sie können sie nicht heilen. Eromos darf einfach nicht zum Zug kommen, weil er nimmt den Healblock weg. Ne? Also der Saat mit dem zweiten Skill hat er einen AOE Healblock. Das ist natürlich auch geil. Jetzt zudotten die ganze Kakerlaki. Veromos darf einfach nicht ran, weil er nimmt die mit Lochen immer ihn abschießen, damit er Angriffsbalken verliert. Sonst nimmt er alle Schädlichen weg hier. Jetzt können sie sich eigentlich nicht heilen. Einfach die Dots irgendwie den kleinen Ivans hier geben. Die sterben gleich von den Dots sowieso, wenn die zum Zug kommen. Mehr Dots. So, Veromos darf nicht zum Zug kommen. Durch den Healblock können sie nicht heilen. Komm, hier noch ein Dot rein. Dann nochmal ein Dot vielleicht. Und wenn alle gleich tot sind, dann bleibt nur noch Veromos und dann ist es geschafft. So. Der darf nicht drankommen einfach. Bam. Paar Dots wieder. Alles safen mit Immunity. Tot. Tot. Eigentlich passiert jetzt nichts. Kann ich auf Autorun. Ja. Was soll jetzt noch passieren? Ja, ah ja, gibt viele Möglichkeiten. Ja, klappt auf jeden Fall ganz gut. Meine sind ein bisschen besser geruht als deine, aber... Ja. Ist auf jeden Fall schaffbar. Kann man machen. Kann man mal machen. Okay, einmal ein Dev. Wie das gehen soll. Und so, ich habe immer noch keinen Plan von dem Game. Krümelbeste. Hat's denn die blöde Affenstage im Turm normal? Weil das ist ja... Ja. Ja, der Windaffe wahrscheinlich, ne? Der kontert immer so eklig. Ja, Saat ist ein richtig geiles Monster. Okay, HP, Dev. Gucken, wo ist noch ein? HP und Dev für so ein tankiges Monster. Ich behalte es erstmal. Mal gucken. Hier alles in Speed reinrollen. ACC für Fokus, auch cool, aber nö. Nö. So, ich fahre wieder das schnellere Ding. So, Leute. Ich hole mir einen Kaffee. Okay? Ist das in Ordnung? Was sagt ihr? Dadurch, dass der Gaming ein Abo da gelassen hat und sowas, mache ich heute ein bisschen länger. Fett ein Abo ins Gesicht. Normalerweise hätte ich es schon ausgemacht, aber wenn mich fürs Zocken bezahlt, mache ich auch Überstunden. Hm? Mit den Counter. Das haben 90% der Spieler keinen Plan, wie man überhaupt einen Quadroll bekommt. Ja, die Quadrolls sind halt super, super selten, ne? Eieiei. Also was Speed zum Beispiel, Speed-Quadroll angeht, aber... Ja, okay. Kaffee ist Werbung. Uns nutzen.
Ich hab Kuchen gefunden. Hallo Baylon. Guck mal an. Bei mir gibt's jetzt Kaffee und Kuchen. Was ist das hier? Ich glaube, das ist so Schokokuchen und Käsekuchen. Was? Wo kommt der denn her? Was ist denn jetzt los? So spät noch wach. Wie viel ACC sollte sein haben? Boah. Ja. Baylon, hast du gesehen, du bist jetzt auch zum Vize, ne, in der Gilde. Ich ändere das ja immer wieder, Stück für Stück. Jetzt ist meine Freundin Vize, Leon ist Vize und du bist Vize, Baylon. Das ändere ich halt immer wieder, wie aktiv die Leute sind und dies. Also ich gönne mir jetzt ein fette Kuchen-Wochenende. Ein bisschen Zucker und so. Eigentlich meine Kamera da. Ist mir gerade ein bisschen zu hell hier. Ich wollte nur mal wegen den Kuchen zeigen. Passt jetzt perfekt. Bin jetzt vorhin aufgestanden. Für mich ist gerade so Mittagspause. Normaler Mensch bringt ein Stück hoch, wo er nimmt die ganze Platte. Ja? Hä? Nicht? Also ich bringe die gleich auch wieder runter, wenn ich keinen Bock mehr habe. Erstmal hier den Choki. Choki Moki. Oh, ist der weich. Jetzt noch Kaffee dazu. Sag mal. Mega. Der Kleine steht in deiner schon auf. Ja. Ja, geschlafen bei Elon. Ja. Der Papi. Ja. Kümmert sich um die Kids. Sehr schön. Tippitoppi. Mal gucken, wann ich irgendwann Kinder kriege. Frenia ist auch schon ganz heiß. Käsekuchen. Boah. Käsekuchen ist mein Lieblingskuchen. Weiß nicht, meine Mom hat das bestimmt irgendwo hergenommen. Wochenende esse ich ja gern ein bisschen mehr Zucker und so. Unter der Woche gibt es bei mir Intervallfasten. Wenig Zucker, fast gar nicht. Aber am Wochenende gönne ich mir. Nom nom nom. Magst du auch Käsekuchen, Jörn? Oder Zupfkuchen, auch geil. Ist so, ja. Vom Aussehen wirkst du komplett gefährlich. Ja, ist wirklich so. Wenn man mich nicht kennt oder sowas, oder wenn ich durch die Stadt renne, dann denken die, ich bin so ein Krimineller oder so. Wenn ich irgendwo reinkomme, Polizei oder draußen, dann gucken mir die Leute an, als ob ich die gleich umbringe. Immer so respektvoll, ja, voll tätowiert und gedöns. Aber wenn man natürlich 5 Minuten mehr quatscht, dann weiß man, ich bin schon lieb, ja. Manchmal bin ich auch ein Arschloch. Auch absichtlich. Also, wenn man mich scheiße behandelt oder keinen Respekt zeigt, dann bin ich absichtlich der größte Arschloch, wo es gibt. Aber wenn man freundlich ist und mit mir normal redet, dann bin ich so wie so ein kleines Kind. Dann mache ich mich zum Affen, spiele, quatsche, pope rum, furze. Dann bin ich ein ganz süßer, das stimmt. Ich bin natürlich auch ein harter Hund, so ist es natürlich nicht, aber ich bin halt Bobby. Ja. Ist auf jeden Fall ein Kompliment, Major. Dankeschön. Mhm. Wie hab ich. Ist halt so, ist so. Ja, der Sohn ist schon 4 Jahre alt. Oha. Richtig gut. Baylon und Papi. Das muss ich erstmal nochmal machen. Ich drück mich da irgendwie vor, Kinder zu bekommen, weil ich habe das bei anderen immer gesehen und so kleine Kampfzwerge, so Wovalinis. Eine Wovaline und ein Wovalord. Lord Wovi Lord. So kleine Kampfzwerge mit so Schwertern. Mit denen boxe ich mich immer, dass ich die abhärte, meine Kinder.
Ich boxe die und dann tätowiere ich sie. Dann schmeiße ich sie in den Backofen. Abhärtung. Heute wird ziemlich gefahren. Nun kann ich gehen schlafen, ja. Noch mal ein Stück Käsekuchen, zeig mal. Den Kleinen hast du gut im Griff, das glaube ich bei Elon. Ja, bist bestimmt ein guter Vater. Können wir es echt nicht beschweren, ja. Ich schmelze. Ja, meine Freundin will auch Kinder haben, also ist es nicht. Ah. Bumsparty. Ah. Oh, Formwandlungssteine. Bald kommst du nicht drum rum, ja. Ich glaube auch. Irgendwann ist es auch für mich. Ich bin ja auch schon eigentlich alt, was das angeht. Ich werde jetzt 33. Mein Vater hat mich zum Beispiel mit 25 schon bekommen. Aber früher war es ja auch normal, dass man quasi schon mit 20, mit 18 Kinder bekommen hat. Ne? Jetzt ist es alles nur nach hinten. Aber das Gute ist, manche sagen es vielleicht spät oder dies. Für mich war es einfach nicht die Zeit und ich hatte einfach keinen Bock drauf. Bin selber noch ein Kind. Ich habe echt aufgepasst. Und jetzt im Nachhinein, egal was ist, ich bin so zufrieden, weil wirklich, wenn ich jetzt nochmal leben würde, ich würde gar nicht erst unter 30 anfangen, mir irgendwie Kinderpläne zu machen. Erstmal arbeiten, erstmal die Welt erleben, erstmal sich nicht austoben, aber gucken, dass man lebt und mit Frau ist es natürlich als Frau so mit 30, ich würde schon langsam kritisch wegen Kinder bekommen. Das hört ja irgendwann auf bei Frauen. Bei Männern ist es ja egal. Wir können ja mit 50, mit 60 noch Kinder kriegen, aber das wäre mir jetzt auch zu spät. Aber ich wirklich, vor 30 würde ich gar nicht anfangen, Kinder zu kriegen. Ich persönlich, weil man ist selber noch doof und man will noch so viel Gedöns. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch mit 30, so langsam bin ich auch ein bisschen weiser, ein bisschen reifer geworden. Als wie mit 20, also definitiv. Ah ja, ah ja. Meine Eltern waren 20, meine Geburt. Ja, siehst du, ja. Meine Mom war 18. Meine Mutter hat mich mit 18 bekommen, mein Vater mit 25, glaube ich. Ja. Reifer, hat er gesagt. Hä? Wieso? Hätte ich jetzt so mit 20 oder so Kindern bekommen? Ah, weiß ich nicht. Das passt schon so. Was geht hier in der Miserie? Wieso baust du dir einen Raccooni? Ich will mir auch einen Raccooni bauen. Schönes Monster. Ich will auch einen Raccooni. Das beschleunigt so diese ganzen langsamen Monster. Ich will es auch. Da. Mein Raccooni ist schon bereit hier. Ich habe einen Erweckten gedroppt bekommen. Ist jetzt nicht so schwer, die auf Six dann. Aber ich habe jetzt. Guck mal. Ich muss mir langsam eine Platte machen, wie ich meinen Kakaro baue. Und deswegen farme ich auch gerade Drache. Ich habe mir den auf 6 Sterne und erweckt. Und meine Iris. Die sehen noch scheiße aus. Also die können nichts. Also jetzt nicht wundern oder so. Die können noch gar nichts. Zu langsam, zu gedöns. Ich habe den Gewalt Drache gegeben. Also ist noch Schmutz. Aber mir gefallen die Fähigkeiten und hier habe ich keine Ruhe mehr gehabt. Hier muss ich eine Dev geben. Ich will die auf Speed HP HP bauen. Aber ja. Viel zu wenig Leben, viel zu wenig Speed. Mal gucken. Die beiden möchte ich in Angriff nehmen, weil die heilt hier irgendwie mit dem Skill und durch Qual dann die ganzen Kakerlakis hier verstummen. Gucken, dass ich die vielleicht irgendwie zusammen hinpacke. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Aber die baue ich noch. Da muss ich wieder Runen farmen. Ich habe keine mehr. Alles leer. Alles empty. Echt? Der hat so viele coole Monster. Achso. Ja, Raccooni ist ja geil.
Rakuni macht dein Team, so die ganz langsamen Monster. Zum Beispiel mein Rakan. Mein Rakan ist so langsam, den muss ich auch nochmal ein bisschen umbauen. Der hat irgendwie irgendwas nur mit 70 Speed plus oder so. Ein Rakuni würde den auf jeden Fall gut heilen und Angriffsbalken erhöhen. Wird schon. Wäre schon geil. Was ist das hier für eine. Ich nehme mal Doppel-Lution, vielleicht komme ich da durch, bevor sie sich hier hochheilen. Ein Stück Käsekuchen, zeig mal. Nom nom nom. Okay. Der, mein schwacher Lucian hat schon fast eine Nora umgebracht. Mein schwächerer Lucian ist zuerst dran. Der starke kommt als zweiter dran. Aber wenn der erste schon so rasiert, sieht er schon ganz gut aus. Ich probiere die mal. Mal gucken, ob ich schneller bin. Mein Bernhard ist super langsam. Den muss ich irgendwie. Der hat plus 177 Speed oder so. Ja, scheiße. Müsste auf jeden Fall mein Bernhard noch ein bisschen pimpen. Ah, wird noch. So schnelle Temporun bekommen, so schwer. Vor allen Dingen, ich farm die ganze Zeit Drachen anstatt. Ein Riesen und so. Ah, was sind das hier für Teams? Lass mich doch irgendwas Schwaches. Da sind die hier schon wieder, die Experten. Ist man jeweils soweit, glaubt die meisten eine perfekte Grundlage. Und ja, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt selber mit meinem Legen mich klarkomme. Wenn man selber nicht klarkommt mit seinem eigenen kleinen Pony-Weltleben und dann noch Kinder kriegt, dann ist echt. Wenn du so mit 20 anfängst, du fängst gerade an zu arbeiten, hast noch gar kein von nichts, warst die ganze Zeit zu Hause, dann geht man erst los arbeiten und dann direkt Frauen, die erste Beziehung, direkt heiraten, direkt Haus kaufen. Einfach überstürzt in solche Dingens rein. Dann verliert man alles, Haus und Frau, und dann steht man mit den Kindern da und weil man davor nicht so die Erfahrung gemacht hat. Ja. Ich zum Beispiel, wenn ich Kinder kriege, dann muss ich mir schon sicher sein, dass die Frau auch cool ist, weil wuppdiwupp, man kennt sich ein paar Monate, alles toll, Friede, Feuer, Eierkuchen, Ponywelt und alles rosa-rote Brille und danach ein halbes Jahr später oder so Weltuntergang. Dann hast du Kinder gekriegt und dann wo du dann im Nachhinein denkst, was ist das für eine Frau gewesen? Also bei mir ist es zum Beispiel so. Das ist erstmal bei mir die Grundlage. Wenn es mit der Frau passt und wenn man selber gut im Leben dasteht. Ich kenne so viele, die einfach Kinder kriegen. Einfach so, weil die einfach doof sind und nicht verhüten können oder nicht aufpassen, weil es einfach natürlich cool abzuspritzen. Man muss ja ein bisschen aufpassen, ne? Also ich habe da echt immer aufgepasst, egal wie schön und aufpassen. Dann hast du Kinder und musst wirklich, wenn du dich um deine Kinder nicht kümmerst oder so, dann brauchst du auch nicht nach 20 Jahren zu deinen Kindern kommen und hier auf heile Welt tun. Das passiert ja auch immer wieder. Ich habe mir gesagt, nö, ist auf jeden Fall eine Riesenverantwortung, wenn ich Kinder auf die Welt bringe, dann mit der richtigen Frau. Und wenn es bei mir, wenn es mir gut geht, und wenn das nicht passt, dann ist mir das egal, ob das jetzt Freunde oder Familienmitglieder mir sagen, ja, du musst doch langsam Dings haben und sowas, dann das machen natürlich nicht viele bei mir, die mir da sowas sagen. Erstens interessiert es mich eh nicht und zweitens, wer hat mir zu bestimmen, wann ich was mache in meinem Leben? Keiner. Aber manche? Hm. Nächsten Käsekuchen. Wenn es passiert, passiert es. Ja. Ja, mit dem richtigen Partner ist es dann egal. Dann kriegt man Kinder und dann ist es gut. So.
Was ist das hier für ein Team? Probier's mal mit dem. Bewusstsein, dass sich das komplett ändert. Mhm. Kein krank sein, muss einfach funktionieren. Ja. Ja. Nein, die Verantwortung wächst auf jeden Fall. Man macht sie auch. Man möchte ja auch seinen Kindern helfen und machen und für die da sein. Ah ja. Ich war mit der Mutter von unserem Sohn 10 Jahre zusammen, bevor wir den Kleinen bekommen haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon länger, ja. Mhm. Acht Jahre, dann kam Megan und mit 11 Jahren Beziehung Ali. Mhm. Ja, guck mal, Fredi hat gar keinen Bock, so lange zu warten. Das ist natürlich klar, wenn man sich da mit 20 oder so, wenn du natürlich da mit 20 eine Freundin findest oder so und dann mit ihr ein paar Jahre zusammenlebst und man aufwächst und sowas, man kennt sich dann 5, 6, 7, 8 Jahre. Meistens ist es so, wie ich das merke, so 20-Jährige, 18-Jährige, die kommen selber noch nicht. Die werden gerade erwachsen und verdienen ihr erstes Geld und dann haben noch keine Beziehung hinter sich. Und dann, wenn die dann Kinder bekommen und sowas, dann, wenn man so quasi ein hübsches Mädchen findet und mit der ein paar Jahre abhängt und das funktioniert und sowas. Man kennt sich 5, 6, 7 Jahre und dann Kinder kriegen, das ist ja natürlich Traum, so, ne? Heutzutage sind so viele, die springen von der einen Beziehung in die nächsten, weil einfach die sind verkorkst sind. Weil das andere machen, macht man das auch. Gehst in eine Beziehung mit ein und dann geht er dir fremd, weil es irgendwie nicht passt, weil man sofort aufgibt und dann hüpft man von der Beziehung zu der Beziehung und löst die ersten Probleme, die man bei der ersten Beziehung hatte, nicht? Weil man, wenn es ernst wird oder schwierig, dann verpisst man sich einfach. Mhm. Also solche Leute brauchen halt 100 Jahre. Die brauchen dann 100 Beziehungen. Wenn du natürlich ein Mädchen findest und du findest die süß und die ist hübsch und sie liebt dich und man ist ehrlich zueinander, auch wenn nicht alles Pony hoch und alles immer leicht. Ja, wenn man das aber durchhält und an der Beziehung arbeitet. Wenn man natürlich, zum Beispiel, ich bin jetzt etwas älter schon, ne, ich werde jetzt 33, ich erkenne jetzt viel früher, ob jetzt eine Frau ein bisschen gaga ist oder weil ich jetzt nicht so blauäugig durch die Welt laufe. Also ich habe blaue Augen, also so ist es nicht. Aber ich erkenne sofort, nicht sofort, ich bin auch doof, aber ich erkenne schon wesentlich schneller, wenn Frauen mit mir Spielchen spielen oder nicht. Viel besser, wie als ich das mit 20 konnte. Also wirklich. Dort war ich noch nicht so ganz sicher und habe da mich für jeden Scheiß gebückt und gemacht. Und ja, man muss und dies. Und mittlerweile mit meiner 30, da weiß ich muss gar nichts. Also das kann auch nach meiner Pfeife funktionieren und tanzen, so wie ich mir das alles vorstelle. Nicht wie andere erwarten, wie ich mein... Ich finde es immer ganz krass, wie andere Leute meine Beziehung oder wie ich mein Leben führen will, dass die da so reingreifen müssen. Das verstehe ich nicht, ne? Früher habe ich dann immer mehr, ja, und umso älter ich werde, Alter, wenn ich mir den Scheiß anhöre, was andere von mir wollen und wie ich leben soll, dann verkorkst ich irgendwie. Auf meine Art ist es irgendwie besser. Ich weiß nicht. Speed. Okay. Crit-Schaden. Mal gucken. Ja, auch Spaß wurde ernst und ernst ist Jahre alt. 3 Jahre alt. Mhm. Ja. Ich war hier mit Mann, verlobt, schwanger, Kinderzimmer gerichtet, Mann weg, weil Kind verloren. Ja. Gagalaki. Crit-Schaden. Oh, behalte ich die ACC? ACC und Crit-Schaden, das ist so eine komische Kombo hier.
Oh, noch mal einen Crit-Schaden vielleicht? Komm. Teuer. ACC. Für meine Shizuka. Irgendein Monster. Braucht das irgendeiner? Ich behalte die erstmal. Komm. Ich musste manchmal teilweise blaue Gewaltruhen mit Speed nehmen. Dann ist die immer noch besser mit den vielen ACC für irgendeinen. Behalte ich erstmal. Kann ich immer noch wegschmeißen. Uff. Ich habe langsam zu viel Zucker jetzt hier. Ich habe noch 3 Stückchen. Entweder esse ich die jetzt auf und kriege komplett Insulinspiegel 5000 des Lebens und kann niemals mehr pennen. Ganze Arschloch zugeklebt vom Zucker. Ich lasse es erstmal liegen. Vielleicht esse ich es ja noch. Ansonsten ich packe es ins Kühlschrank. Bin schon verfressen. Muss mich mal beruhigen. Das waren jetzt 3, 4, 5 Stücke Kuchen, so kleine, muss ja mal reichen. Ja. Ja, Frieden, das ist ja auch merkwürdig. Keine Kinder bekommen und dann. Ah. Ich schaue gerade Naruto ein bisschen. Ich überfliege das einfach. Naruto Shippuden auf Netflix. Einfach Naruto Shippuden und das, ich schaue die ganzen Folgen nicht komplett, nur, weil ich habe das schon mal geguckt. Ich schaue mir nur die Kampfszenen an, also wo ich Bock drauf habe oder was da so passiert, damit ich das nochmal so nochmal ganz grob. Ich bin jetzt da in diesem Ninja-Krieg. Da quatschen die gerade so super viel, deswegen habe ich gerade gestern und vorgestern aufgehört. Ja, diese und Kabuto und wie die da nicht alle heißen und sein Wiederbelebungsjutsu, aber gleich, dann geht's los mit Krieg, dann kennt man ihn. Mal gucken. Das schaue ich mir noch an. Mal gucken, wie weit das da nochmal ging bei Shippuden. Ob man da auch alles sieht. Major, GZ. Gut gemacht. Glückwunsch nach 100 Jahren. Du bist voll die Maschine. Ich kenne das, wenn man an einer Stage hängt 100 Jahre und dann das dann schafft, dann fühlt man sich wie Gott. Das passiert immer wieder auch im Turm Hart und sowas. So eine Akroma-Stage oder irgendwelche anderen ekligen Stages oder irgendwelche Bosse immer wieder. Da muss man sich schon ein paar Mal hinsetzen. Als Anfängerspieler, wenn man das Spiel erstmal 1, 2 Monate spielt, dann hat man jetzt zum Beispiel Stage 70 ist die übelste Herausforderung. Dann spielt man das Spiel ein halbes Jahr und beim nächsten Mal fliegt man einfach nur durch. Weil man bessere Monster, bessere Runen, bessere, man kennt sich besser aus. Man fliegt dann einfach durch und denkt, früher war das so schwer und jetzt, ne? Du hast das Paket abgeschickt. Ich vermute nur, das Braun steht dir leider nicht. Hä? Was geht ab? Diesen dummen Vero von meinen behinderten Taoisten. Seinem Behinderten da. Ja, richtig Krieg. Major hatte richtig Krieg. Richtig geschafft. Mit geballter Kraft hast du das jetzt geschafft. Die ganzen Informationen und gesehen. So, was ist mit dem Kuchen? Ich pack den, glaube ich, weg. So. Was kann ich hier noch machen? Gibt es noch irgendwas zu tun? Ich bin gerade ein bisschen meine Rollen am Sammeln wieder. Sind jetzt nicht viele, aber ich spare die mir mal auf. Aber ich kaufe nicht extra für Gildenpunkte mir Rollen. Also ich plane jetzt kein Opening, aber die paar mystischen, die ich hier bekomme oder Lightning Darks, die behalte ich erstmal. Apropos, 2 mystische in meinen Nacken. Meins. Gibt's hier noch irgendwie was? Gib mir Loot, Spiel. Loot. Loot. Ja. Hier kann ich mir ein paar Gewaltruhen bauen. Nehme ich mit. Oh. Gibt es da noch irgendwas Geiles? Bam.
Aha. Ich hab schon zwei Leiten Dark Rollen. Was ist hier los? Ja? Dickes Opening oder was? 100 schaffst du jetzt auch noch. Ja. Das try ich später. Ich leg mich erstmal hin. Man hört sich, Leute. Jo, gute Nacht. Knatterkäfer, überall wieder. Hä? Hast du gefurzt? 19 Rollen habe ich hier schon wieder. Was ist hier los? Beim Opening wärst du dabei. Mhm. Das macht schon Spaß, ne? Diese ganzen Beschwörungen. Guck mal, ich habe schon wieder 19 Stück. Boah, meine Pörner. Ist ja voll gar nichts, aber mal gucken. Ich behalte die mal, wenn ich jetzt irgendwelche bekomme durch Dungeons laufen oder irgendwas. Alles behalten. Packs kaufe ich mir keine, weil man habe ich ja noch nie gemacht, aber trotzdem, das spare ich mir hier alles. Ich bekomme immer wieder mal so eine mystische Rolle hier drin. Ja. Habe ich Labyrinth schon gemacht? Labyrintho. Mal gucken, ob ich die kaputt kriege. Ja. Ja, meine Freundin hat ja auch eine Gilde gegründet, einfach. Da bin ich mit meinem Zeit-Account drin. Da bin ich. Ich spiele das, ne? Aber. Die Fuchsbande. Ui. Ui. Oh. Oh. Das wird nichts hier. Aua. Aua. Dann. Nein. Okay. Wird das hier noch was? Angriff darf runter. Ah. Deathbreak. Schöner Stun. Dirp. Das könnte noch was werden hier. Deathbreak. Dann. Ich habe einen Haufen Seelensteine. Was ist hier los? Aua. Dann. Schön. Deathbreak. Schön. Dann und Deathbreak. Nix. Dirp. Aha. Hinten rum. Kaki und mein Retzer. Geil. Kaputt gemacht. Kaputt gemacht, die Viechers. Ja. Ja, meine Pörner, die hätte ich auch Bock. Aber sie sagt nein. Diesen Account, das war mein erstes 5-Sterne-Monster. Das hätte ich ja schon gerne. Pörner, komm zu mir, mein Team. Der Feuervogel. Ah, der Phönix. Der soll in mein Team. Heilung? Komm. Triana beschützt ihn gleich eh. Da. Kann jetzt nicht sterben. Obwohl, aber. Aha, Multi-Hits fahren. Kill. So, dann gehe ich mal auf Ivan. Ivan vor allen Dingen. Deathbreak wegnehmen. So. Bam, bam. Bam, bam. Deathbreak? Nein. Deathbreak? Nein. Dann kriegt er Schaden seines Lebens. Okay. Multi-Hit. Falls sie das dann beschützt. Ja. Siehst du? Tipptopp. So. Gehen wir auf die hier.
Immunity ist weg. F-Break, schön. Kein Problem. Kein Problem. Prost. Nom 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 nom. Nom nom nom. Wie lange streame ich denn schon? 3 Stunden. Ach, kann auch langsam wieder Schicht im Schacht machen. Reicht ja. Ein süßer 3-Stunden-Stream. Gaming hat ein Abo dagelassen. Süße Leute wieder am Start. Die ganzen Puppies und Muttis. Ja. Ah, der dunkle Asura. Den will ich töten. Zeig mal. Ich kenne die ganzen neuen Monster nicht. Ich werde sterben. Da viel Leben. Boah, der kontert auf jeden Fall. Deathbreak. Aha. Ui. Jetzt hier. Dann. F-Breaks. Okay. AOE Kakalaki. Ah, ich muss den angreifen. Nora ist tot. Aushalteffekt. Kaki kann nicht sterben. Möp. Bin ich gut. Und der kann jetzt. Der hat diesen. Muss den angreifen. Macht der. Der dreht am Rad hier. So Seelensteine sammeln. Oh. Was passiert hier? F-Break, der kontert immer. Eieiei. Nein! Dann. Schön. Wäre der Stun jetzt nicht durchgegangen, dann hätte er gekontert und meinen Nana umgebracht. Aber dadurch kann er jetzt nicht kontern und stirbt. Das war so geplant. Genau so. Erstmal ein bisschen hochheilen hier. No. Schön, dass dann. Oh, mein Abelio möchte ich auch auf Gewalt nehmen, sie spawnen. Meines auf Gewalt Klinger. Mal gucken. Müsste ich eigentlich ein Necro farmen? Ja, aber ich brauche so viel Gewaltruhen. Bisschen tanky der Abelio hier. So, Deathbreak sitzt. Jetzt wird. Jetzt gibt's Tote. Geht doch. Mayo hat ein Follow da gelassen. Dankeschön auf jeden Fall. Aua, 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 aua. Pörner. Aua. Meine Pörner. Meine Savanne. Ich will auch. Aua. Ach nein, er ist tot. Das war wohl nichts hier wieder. Komm, Savanne töten. Gucken, dass ich einen Psamate umbringe. Komm, überlebe ich das? Mann, überlebe das? Will ich nicht.
Wird nichts. Achso, Pörner hat auch diesen Schmetterlingsflügel. Was denn das? Ein Phönix mit Schmetterlingsflügel? Was hat der denn dann gemacht? Sieht auf jeden Fall anders geil aus. Hübsch. Meine Pörner. Mein Phönix. Ich will auch. Ein Deathbreak. Jetzt wird geheilt. Jetzt durch den Deathbreak heilt er sich extrem. Ah, oh, ein Stun und Turm. Und, ah. Deathbreak. Yes. Das war ganz schön knapp. Uiuiuiuiuiuiui. Suiki, 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 Suiki. Ganz schön enge Nummer hier. Ich mache mich hier wieder langsam. Ich schon wieder. Oh, was ist denn das? Ich gehe hier mal rein. Die sehen aus, als ob die mich gleich umbringen. Das ist eine wilde Kombo. Immer ganz nice, wenn man gegen Leute kämpft, die einfach mal ganz andere Kombis haben. Kriegt man immer schön auf Fresse. Was passiert hier? Deathbreak für den Skateboardfahrer? Ich glaube, der Skateboardfahrer, der teilt irgendwie das Leben. Warte mal, erstmal AOE-mäßig gucken, was passiert. Okay, einen hat's zerrissen. Boom. Ich will auch diese Schmetterlingsflügel einmal haben. Ich finde diesen voll hübsch. Hätte ich auch gerne. Ah, guck mal, den kann man nicht umbringen, weil er dann Leben ab... Ah, andere können sterben, aber er nicht. Er klaut irgendwie, wenn man den umbringt, das Leben der Verbündeten. Okay. Dann greife ich ihn an. Und bring die anderen damit um. Dann. Okay, der weiße Drache, der heilt auf jeden Fall. Ich bring dich um. Ich werde nicht geheilt. Gibt's nicht. Oh. Tot. Na, guck mal, den Lichtvampir. Okay, okay, okay. Der kann erstmal nicht sterben. Gut zu wissen. Jetzt aber. Aha, einen Angriff habe ich noch. Gildenpunkte holen. Na gut, dann mache ich auch einen Stream aus. Reicht. Lade ich das nochmal kurz auf YouTube hoch. Ja, was habe ich gemacht? Nichts. Was war heute dran? Gute Nacht, Leon. Schlaf schön, gute Nacht. Was habe ich heute gemacht? Auch ein Titel für mein Thumbnail. Was habe ich heute gemacht? Rache gefarmt und... Ich hab viel gelabert heute schon wieder. Hm. Habe ich irgendwas gemacht? Daily Zeugs einfach. Nenn einfach Summoner's War irgendwas mit täglichen Quatsch. Wow. 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 Ich soll noch bleiben. Ich könnte auch noch bleiben, so ist es nicht. Will mich denn noch jemand sehen? Sonst mache ich hier irgendwelche anderen Dinge. Mache ein bisschen YouTube. Und Dings.
Hey, was ist das hier? Geht doch schlafen. Hä, hey, was ist los, Miserie? Was meinst du? Meinst du, die Leute sollen schlafen gehen? Ja, vielleicht schlafen die ein beim Zuschauen. Kenne ich auch viele. Ja, erstmal Begrüßungsrunde. Linke Backe, rechte Backe, Knutsch, Knatsch, Knie. Siri, was machst du? Leon ist hier, Frenja ist hier, du bist hier, ich bin hier, mein Computer ist hier, mein Kage ist hier. Was ist hier los? Ich gucke jetzt einfach noch ein bisschen YouTube oder sowas. Irgendein Socks. Reicht ja. Meine 2 Stündchen Streams. Gaming hat ja ein Ding ins Abo dagelassen. Habe ich ein bisschen länger gemacht. Einmal blicken lassen kurz. Ich komme aus der Dunkelheit. Und dann verschwinde ich wieder. Es ist... mein Drache. Was ist hier los? Wo sind meine ganzen anderen Monster hin? Weg. Weg, weg, da fliegt er, der Drache, da ist er. Godzilla, der echte. Irgendwie spackt mein Ransum-Ding. Da fliegt er und der Wächter. Der bewacht mein Reich, der Beschützer. Einen fetten Feuerdrachen. Was gibt's Besseres? Ein Glurak, der hier rumfliegt und alles kaputt schießt mit seinen Feuerkackis. So. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Oder ich brauche so einen guten Nachtsong, was ich dann abspiele. Play. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es? Ja, wenn's sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Ja, ich komm wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal. Ich mach das schon gar nicht verkehrt, glaube ich. Alle nur fremdschämen, keiner geht mehr pennen, alle wach gemacht. Dumm. Hallo Mizimelli, Grüße. Mizimelli, bist du nicht aus ESO? Oder verwehe ich da irgendwas? Ich glaube, die Leute wissen nicht, dass du... Ja. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt Ende im Gelände. Aus 2 Stunden wurden wieder 3. Und dann... Ja, wie geht's dir, Mizimelli? Ja. Bin bei dir noch in der Gilde. Was machst du Schönes? Hä? Wie kommt's, dass du hier reinschnupperst? Wie, du zockst auch SW. Echt? Okay, okay, okay. Ja, schön. Wusste ich gar nicht. Ja, guck mal an. Ja gut, Leute. Ich verabschiede mich. Leon, Melli, Renja, Gaming und wer noch zuschaut, reicht. Ich verschwinde. Ich glaube, oder ich weiß gar nicht, ich mach Platz, warte. Annik, warte. So, jetzt. Ja. Waldemar Wedau. Kannst du schreiben, Melli? Na, guck mal an. Hä, du spielst auch Summoner's War? Aha, na, guck mal an. Hat er direkt die nächste? Hä, was meinst du? Nein.
Nein, oh Gottes Willen. So, ich nehme noch die Freundesanladung an und dann mache ich Schluss für heute. Schluss für heute. Was mache ich denn gleich? Waldemar Wedau. Na, guck mal. Die Mizimeli hat auch eine Gilde in ESO. Da bin ich auch drin, weil ich habe eine deutsche Gilde gesucht und da hocke ich die ganze Zeit. Weil ich in letzter Zeit ein bisschen zu viel Summoners War gespielt habe, bin ich aus einer oder anderen Gilde rausgeflogen. Jetzt bin ich in der Handelsgilde, in Mellys Gilde, in meiner Gilde. Und ich habe mir noch überlegt, ich suche mir noch eine PvP-Gilde, eine reine deutsche. Frenia wird jetzt eifersüchtig, meine Freundin, aber... Ja, ich kann doch die Melli... Ich kann doch die Melli als Freund des Dings annehmen. Meine Freundin wird jetzt eifersüchtig, unnötig. Ah. Ja. Tipptopp. Okay. Das passt. So. Ich habe hier das ganze Gedöns. Ich switch nochmal um. Ich lade das einfach nochmal hoch, ne? Mach mir jetzt ein Thumbnail fertig. Lade das auf YouTube hoch. War wieder ein schöner Stream. Hä? Ja, meine Freundin ist ein bisschen eifersüchtig manchmal. Wenn andere Frauen und dann meint sie manchmal, dass ich mit denen privat schreibe und dann mache ich ganz komische Dinge. Ja, ganz normal. Meine Freundin halt. Ist ja. Alles gut. Laber nicht. Ah. Da seht ihr das? Meine Freundin ist ein bisschen eifersüchtig, aber das gehört halt dazu. Mann. Ja gut, ihr Süßen. Dann danke für den tollen Stream, hat Spaß gemacht. Ja, guck mal an. Ja. Ich kläre das mit meiner Freundin gleich nochmal. Ich telefoniere nochmal mit dir. Das meine süße Maus. Ja gut, Leute. Dann sage ich gute Nacht. Ich lade das nochmal hoch. Ne? Schon süß? Ja. Ja, ich finde das auch süß. Meine Freunde sind da eifersüchtig und ja. Wäre schlecht, wenn es nicht so wäre. Gute Nacht, Leute. Tschüss.